Digga. So ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, hallo. Ja, ich bin mal wieder unterwegs und den jungen Mann, den kennt ihr ja bereits. Magst du kurz vorstellen? Ja, ich bin Martin, Regalbesuch 18.1 und 18.2 aus dem vergangenen Jahr. Da war der Digga schon mal da. Da haben wir eine kleine Zeitreise gemacht, in zwei Teilen, so ein bisschen mein Spieleleben Revue passieren lassen. Jutta war die ganze Zeit im Off und hatte heute einfach auch Lust, mit dazu zu kommen. Genau, Jutta hat sich nämlich überlegt, nicht unsichtbar im Hintergrund zu bleiben, sondern stundenlang und kein Piep zu sagen, das kann ich nämlich ganz schlecht. Und von daher habe ich gedacht, ein bisschen nett mitplauschen. Ja, es ist ja doch unser beider Hobby, auch wenn Martin sicherlich die treibende Kraft ist hier. Aber ich gedacht, ich finde es nett, heute mal dabei zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich linke oben das Video rein, müsst euch reinziehen. Regalbesuch 18.1, 18.2. Wir sind jetzt bei Regalbesuch 40 aktuell zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen. Ne? Also es ist dann noch einiges da hinterher passiert. Und ja, wir haben uns heute was Besonderes einfallen lassen. Und zwar hatten wir, ich weiß nicht, wie ist das überhaupt gekommen, dass wir uns Wir haben uns von ein paar Wochen mal per WhatsApp, so ab und zu sind wir hier im Kontakt. Wir schicken mal so die neuen Spiele, die wir immer haben. Ein paar Dickpics hier, dies, das. Und Playmates. Schriebst du irgendwann mal zurück, ey, sollen wir nicht mal was zum Deutschen Spielepreis und zum Spiel des Jahres machen? Du hast doch bestimmt alles. Leute, noch nicht abschalten, ich weiß. Und dann bin ich so ein bisschen in mich gegangen und ich wusste ja, Spiel des Jahres haben wir alle, bis auf das aktuelle Spiel, das hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und beim Deutschen Spielepreis war es gedanklich so, boah, da können 2, 3 fehlen. Dann habe ich dir zurückgeschrieben und gesagt, ja, ich wäre am Start, wir hätten Spaß. Komm mal vorbei. Ich sehe aber zu, dass ich die fehlenden Spiele da auch noch bekomme. Und über eBay Kleinanzeigen dann in den letzten 3 Wochen die fehlenden Spiele nachbekommen. Haben wir heute alle am Start. Und ja, wir freuen uns und gucken mal. Wir gucken mal, was so passiert ist. Genau. Erstes Spiel des Jahres ist 1979. Genau. Du hast dich ja im Vorfeld informiert, du hast hier Listen und so weiter liegen. Genau. Vielleicht mal kurz, was ist Spiel des Jahres? Auf woher stammt die Idee dazu, das irgendwie zu machen? Du bist ja so ein bisschen. Ja, irgendwann wurde ja ein Verein gegründet, 1979 von, ich meine, Fachjournalisten, die es gemacht haben. Und diese Fachjury setzt sich heute auch zusammen aus, glaube ich, eine Kinderspieljury und eine Jury fürs Spiel des Jahres und fürs Kennerspiel des Jahres. Da sind auch YouTuber mittlerweile drin, so wie Julia Zerli kennst du ja wahrscheinlich auch. Im letzten Jahr, glaube ich, warst du mit einem von... Martin Klein ist doch da auch dabei. Der ist nicht mehr dabei, der ist raus. Im letzten Jahr hattest du so ein Forum beim Spiel des Jahres, beziehungsweise beim Märzverlag, der Podcaster von Bretagoge, genau, der jetzt für Martin Klein reingekommen ist. Ja, grundsätzlich wird ein Spiel ausgelobt jedes Jahr, wo die Spiel des Jahres Jury der Meinung ist, das treibt unser Hobby natürlich ein bisschen voran, ist innovativ, animiert die Leute zum Spielen. Und der Preis hat sich natürlich über die Jahre jetzt zum absoluten Publikumspreis und auch sicherlich zum Preis entwickelt, der für einige Verlage auch gutes Geld bedeutet. Also wenn man den roten Pöppel mal auf dem Karton hat, ja, und hat das Glück, wir haben gleich sicherlich auch einige Spiele dabei, wo die Verlage heute existenziell von überleben vielleicht auch, um sich dann auch mal ein Schrottspiel leisten zu können. Also ist schon so, dass dieser Preis schon der wichtigste in Deutschland ist. Der Deutsche Spielepreis ging aus einer Pöppel-Zeitschrift hervor, 1990. Die Pöppel-Review. Genau, Pöppel-Review. Die haben vorher so eine Art Abstimmung gemacht. Der ist weitergefasst, dieser Preis. Da können auch sachkundige Bürger, sagt man, oder Spieler, wie auch immer, mit abstimmen. Wir nehmen auch regelmäßig daran teil und Fachjournalisten, oder Verlagsmitarbeiter, Fachhändler können da abstimmen, ist also eher so ein Publikumspreis und wir kommen da nachher sicherlich im zweiten Teil vielleicht noch zu, aber vielleicht auch schon im ersten Teil,
vor 2 Jahren, 2018, gab es mal einen Blogger, der hat den Deutschen Spielepreis ein bisschen mal, ja. Steht bei, habe ich auch gesehen, bei Wikipedia steht ja, irgendwie genau. Drin, so ein irrlichtiger, wenn man auf die Quellenangabe noch kriegt, so ein irrlichtiger. So ein irrlichtiger Blogger. Boardgame-Digger, der Preis wurde dann tatsächlich, also man hat die Abstimmung gestoppt. Er hat 7 Tage rückwirkend alle Ergebnisse gestrichen, weil dieser besagte Blogger das Spiel Klong mit dem Versprechen, da gibt es Probeplättchen für, nach vorne bringen wollte. Mhm. Und er hat es zumindest, glaube ich, so geschafft, wenn ich richtig informiert bin, dass Klong 7. oder 8. In der Liste geworden ist. Und der Harald Schapos, mittlerweile, glaube ich, Vorsitzender vom Spiel des Jahres, das findet man dann in Wikipedia, da gibt es dann einen Link dazu. Der hat dann diesen YouTuber tatsächlich als irrlichtig bezeichnet. Ja, Mensch, frech, der Harald. Liebe Grüße. ja, war nur versehen, wissen wir ja schon hinlänglich, alter Hut. Aber wenn man noch ein bisschen tiefer kramt, ist es ja auch nicht der einzige Beschiss gewesen, den es gegeben hat. Sondern genau. Schon mal in den 90er Jahren war es tatsächlich so, dass beim Deutschen Spielepreis die Leser der Pöppel-Revue mit abgestimmt haben und das Ergebnis so 40% in die Abstimmung mit reingeflossen ist. Und man hat dieses wohl potenziert. Das heißt also, die Listen, die man dann abgegeben hat, mal 3 oder mal 4. Und dadurch wurde der Preis natürlich auch immer manipuliert. Als das dann rausgekommen ist, 98 oder 99, wurde, glaube ich, die Zeitschrift sogar eingestellt. Und heute haben wir ja das System, aber ist natürlich anfällig für Manipulationen, wenn man ehrlich ist. Ist trotzdem ein Preis, der, glaube ich, in der Spieleszene hinter dem Spiel des Jahres schon durchaus auch seine Berechtigung hat. Ja, aber finde ich, also ich persönlich finde, es ist auch der wichtigere Preis tatsächlich. Okay. Eben, wenn du die Leute fragst, so was spielt ihr gerne, ist immer besser. Wir werden das auch noch sehen. Martin sagte gerade eben so, wenn der rote Pöppel drauf ist, so, dann ist das immer so ein Garant dafür, dass das Ding sich gut verkauft, das ja. Aber wir werden auch richtig viele Spiele sehen, die haben den Pöppel bekommen und die sind auch in der Bedeutungslosigkeit verschwunden und sind halt eben nicht irgendwie über die Jahre hinweg als Zugpferd irgendeines Verlags erschienen. Wir werden auch Verlage sehen, die es heutzutage gar nicht mehr gibt, die auch Spiel des Jahres gehabt haben und so weiter. Mehr als einmal sogar. Und ich würde sagen, wollen wir einfach mal... Ja, 1979. 1979 starten wir mit Hase und Igel. Wer... kennig ist, der weiß, das ist die Abacus-Version, das ist nicht die Originalversion. Die Original war von Ravensburger. 1979 das erste Spiel, rausgekommen in England 1974 und eigentlich geplant 1969 als ein Wettlaufspiel im Weltall. Wäre sicherlich vielleicht was für Chris dann auch gewesen vom Thema her. Man hat sich aber für Hase und Igel entschieden. Viele kennen ja die Fabel mit Hase und Igel, wo der Igel immer am Ziel schon ist, wenn der Hase wieder eintrudelt. So ist es auch bei diesem Spiel. Wir haben ein klassisches Rennspiel auf dem Brett mit einem Start und Ziel. Wir haben Karotten, jeder hat eine bestimmte Anzahl Karotten und vom Startfeld halt geht es mit der Karottenzahl nach vorne hin. Wenn man dann auf einem neuen Karottenfeld bleibt, bekommt man wieder Karotten dazu. Wenn man zurückgeht, oder man kann Karotten auch abgeben, weil es wichtig, der als Erster ins Ziel geht, darf maximal 10 Karotten auf der Hand haben. Man muss es gut timen, wie man da ankommt. Man muss es gut timen, ganz genau. Man muss mindestens, ich glaube, 2 oder 3 Salatköpfe bekommt man zugeteilt. Die muss man während des Spiels also auf diesen Feldern auch landen, dass man die Salatköpfe los wird. Man kann zurücklaufen bis zum Igelfeld, also bis zum nächsten Igelfeld, kann sich dann entweder neue Karotten nehmen oder halt Karotten auch wieder abgeben, damit man halt dieses Ziel erreicht. Ist ein gutes Ballonspiel, insgesamt meine ich 2 Millionen Mal verkauft und von Ravensburger irgendwann die Lizenz von Abacus zurückgeholt und mittlerweile auch im Vertrieb wieder bei Ravensburger. Ich habe tatsächlich auch die Ravensburger Originalversion von damals, also nicht die von 79, aber irgendwann mal ein Reprint, als ich kleiner Junge war, geschenkt bekommen. Deswegen habe ich tatsächlich zu Hause und Mutter kam zuletzt mal, guck mal, ich habe hier noch ein Spiel mitgebracht, das lag noch da, dein altes Hase und Igel. Bei meinem allerersten Date, als ich 12 war, habe ich mit Nina Leutner zusammen Hase und Igel gespielt. Okay. Da war noch nicht viel mit Knutschen, aber erstmal mit Hase und Igel. Erstmal der Hase und der Igel. Ein bisschen gucken, halt im Knutschen ganz später erst, Leute. 1979. Wir werden später noch ein bisschen aufgliedern, weil
1979 gab es nur Spiel des Jahres. Genau. So, später hat sich das Spiel des Jahres ja noch ein bisschen aufgesplittet in diese verschiedenen Unterbereiche. Kenner, Spiel des Jahres. Kinderspiele lassen wir außen vor das hier, weil das haben wir gedacht, das interessiert euch mit Sicherheit nicht. Aber den Deutschen Spielepreis, den werden wir berücksichtigen, den Kennerspiel werden wir berücksichtigen, ab dem Zeitpunkt, das war 2010 war Spiel des Jahres Plus, das war der Vorläufer vom Kennerspiel und ab 2011 dann Kennerspiel des Jahres. Und wir werden jetzt auch so hingehen, dass wir zwei Teile machen werden und jetzt bis 2004 die Spiele präsentieren und dann nochmal im zweiten Teil die Spiele dann bis 2020. Ansonsten wird es zu heftig, weil es sind, glaube ich, knapp 80 Spiele oder so, ja, die wir hier raus, die ich wieder nur hin, Kamera an, ja, mach mir mal Content, Leute. Martin kramt die ganze Woche sämtliche Kartons chronologisch. Ja, hat er dich Jack gemacht auch so ein bisschen? Nee, der hatte ja Urlaub an dem Tag. Jetzt am Montag hatte er ja Urlaub und war wirklich den ganzen Tag im Haus unterwegs. Ich war zwischendurch arbeiten. Und hat wirklich den ganzen Tag diese Spiele zusammengesucht. Ist ja so gewesen. Aus diversen Räumen, Dachböden, Büros, keine Ahnung. Also, falls das erste Video nicht gesehen, ihr müsst das auf jeden Fall nachholen. Martin und Jutta haben 1000 Spiele letztes Jahr gehabt, als ich hier war. Und dabei sollte es halt eben auch bleiben. Und Jutta hat mir heute Morgen dann noch verraten beim Frühstück, so, dass Martin nochmal eben locker 120 dazu gekauft hat, seit letztes Jahr August. Ja. Und der Spielewahn geht weiter. Das war tatsächlich am Montag schon ein Problem, als ich die Spiele also raussuchen musste. Ich wusste ungefähr, wo welche stehen, aber die letzten zwei und davon dann das allerletzte, dann haben wir erstmal überhaupt nicht gefunden. Also war schon ein bisschen Puzzlearbeit, dann die Spiele auch zu sortieren und in der Reihenfolge, richtigen Reihenfolge zu platzieren. Hat aber trotzdem Spaß gemacht, weil man sich mit jedem einzelnen Spiel nochmal beschäftigt hat. Dann nochmal rein, genau. Ja. Also war keine verschenkte oder verlorene Zeit. Okay. Dann wechseln wir das Jahrzehnt, 1980. 1980, auch das nicht die Originalversion. Ich weiß nicht, welcher Verlag das damals innehatte. Ist auf jeden Fall jemand von Jumbo übernommen worden, ist Rummikub. Basierend auf Rommi, halt mit Plättchen lieber hinlegen. Und man muss mindestens, um das Spiel zu spielen, eine Dreierkombination machen. Und beim ersten Hinlegen muss die aus 30 Punkten bestehen. Danach kann ich anbauen, kann ich umbauen, ich kann farblich eine Straße legen, ich kann Pärchen oder Drillinge legen, Vierlinge kann auch wieder anlegen. Und wer es schafft, im Grunde genommen als erster seine Steine abzulegen, der gewinnt halt. Ab irgendeinem Zeitpunkt darf man auch bei anderen anlegen dann auch und so weiter. Man kann so ein bisschen tauschen und kann mal gucken. Es gibt noch Joker im Spiel, die ich dann nochmal rausnehmen darf. Und woanders noch darf man das bei Romy auch die Joker tauschen? Ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich weiß es nicht ganz genau. Nee, aber Romy fand ich früher eigentlich ganz toll. Du kannst mit deinem Joker, kannst du dir noch eine fehlende Karte dazu nehmen und dann gibst du deinen Joker. Nee, aber wenn angenommen, du hast jetzt 3 Siebener, so, davon 2 Siebener und 1 Joker. Und ich habe die 7, wenn ich dran bin, darf ich dann den Joker gegen 7 tauschen, um den Joker auf meine Seite zu benutzen? Darfst du wohl. Ich weiß nicht ganz genau, Leute. Also wahrscheinlich gibt es so, wahrscheinlich gibt's da mehrere Hausregeln, denke ich auch. Das, ja, wahrscheinlich also das ist ein Spiel hier, das haben wir halt in die Sammlung mit aufgenommen, weil es fehlte. Ganz wenig jetzt noch gespielt. Ich glaube, ich insgesamt sogar 20 Millionen Mal verkauft. Kauft sich immer noch. Ja. Auch gutes Material. Auch damals hier schon. Ja. Keine Ahnung. Also immer Haptik gut, dann hast du die Dinger, kannst es aufstellen. Bisschen hin und her sortieren. Was anderes als Karten einfach so. Und auch besser für Kinder einfach. Kinder, kleine Kinderhände immer, wenn du viele Karten hast, die kriegst du ja nicht aufgefächert. Es gibt ja so aus Plastik so Kartenhalter, die du dir holen kannst, um die da reinzustecken. Ja, also, aber hier so die Dinger, um es herzupacken, hat eben auch so ein bisschen so dieses Domino-Haptik, so Rummikub. Ja, auch, wie gesagt, mit Sicherheit immer noch ein gutes Spiel, tatsächlich. Ist Evergreen. Wird wahrscheinlich auch in 30 Jahren noch verteilen. Ja, mehr auch. Das spielen die Leute auch noch hin, ne? Und wenn man überlegt, dass das Spiel 40 Jahre alt ist. Also gut gealtert, sage ich jetzt gut mal. Gut gealtert. Ja. Rummikub, 1980. Genau. Schieben wir es aus. Ja, was 1980 auch interessant war, da gab es zum ersten Mal beim Spiel des Jahres eine sogenannte Auswahlliste oder auf der Liste standen halt auch Spiele drauf. Und man hat dann einfach gedacht, ja, ich habe ein Spiel auf der Auswahlliste drauf und im nächsten Jahr, 1981, machen wir das halt zum Spiel des Jahres. Und da kann Jutta jetzt ein bisschen was zu sagen. Genau, das Fokus. Leute, ich habe den noch nie gesehen. Ja, ganz typisch ist ja auch, wenn du es nochmal umdrehst, diese Schwarz-Weiß-Variante von hinten. Das wird sich auch noch im Laufe der Jahre wird sich das quasi ändern. Ne? Das ist auch, wir sind jetzt bei 1980.
81. Das wird nicht mehr viele Jahre dauern und dann wird sich das hinten wird farblich ändern und man fängt auch an, hier hinten den Platz auch sinnvoll zu nutzen. Ne? Okay, ich lese aber mal kurz hier. Also ganz klasse fand ich an diesem Spiel, diesen Satz, den du vorgelesen hast, als wir es rausgekramt haben, das Fokus im Spiel ist, dass sich seinen Spielern anpasst. Es kann schnell und zügig gespielt werden, ist aber auch durchaus möglich, stundenlang über einen Zug zu brüten. Kann man tatsächlich. Wir haben es diese Woche mal angespielt. Es geht darum, dass man, jeder kriegt halt seine Hütchen hier. Ich muss das mal so ein bisschen schräg halten, damit die Leute es sehen. Platziert die halt irgendwie als Turm. Martin ist jetzt mal blau. Wenn sie dann rauskriegen. Man platziert die als Turm hier drauf. Man kann den Turm versetzen und auch runterrammeln lassen. So viel Steine wieder hat, also maximal. Könnte ich jetzt alle drei da draufsetzen. Ich kann aber auch hingehen und kann nur einen draufsetzen, wie auch immer. Ich muss halt versuchen, den matt zu setzen, sodass von seiner Farbe keine Hütchen mehr oben wären. Es ist so, wenn der Turm höher wird als 5, dann fallen die untersten Steine raus. Wenn es seine Steine sind und ich bin oben an, dann gehen die Steine aus dem Spiel. Wenn noch Steine von mir dabei wären, würde ich die halt zurückkriegen bekommen und kann die dann halt auf dem Brett wieder einsetzen. Wie war das Spielerlebnis so? Ich fand es nachher ein bisschen zäh. Wir haben es irgendwann abgebrochen, weil man wirklich da gesessen hat. Und wir hatten beide, glaube ich, nicht mehr viele Steine in der Hand. Und irgendwie tat sich, das war so ein Hin und Her. Ich nehme dir weg, du nimmst mir weg. Und das ging so etliche Male hin und her. Und dann, ja, aber ich glaube, das sind die abstrakten Spiele. Ein Schach ist ja auch manchmal, dass man stundenlang an Zug teilweise brüten kann und dass man sich auch irgendwann so weit in eine Zwickmühle setzt, dass man nicht mehr setzen kann. Aber grundsätzlich von der Idee her ist das Spiel nicht schlecht. Ne? Je nachdem, wie man es halt spielt. Und das sieht jetzt natürlich auch anders aus, wenn ich nur so zwei Türme habe. Das ganze Feld ist am Anfang im Zweierrhythmus unterschiedlich besetzt. Dann sieht es natürlich auch nochmal besser aus. Und wenn ich dann anfange zu spielen, habe ich eher so ein Spielerlebnis vielleicht wie bei Mühle oder Dame. Mhm, ne? Ja. Aber relativ einfach und es ist halt kein Mühle oder Dame. Und trotzdem aber ein Spiel, was irgendwo noch eine taktische Tiefe hat. Aber was Jutta gerade gesagt hat, passt eigentlich schon. Wir haben uns immer festgesetzt und dann wurde es langweilig. Ja, ich gehe dann dem anderen immer jeweils nur einen Stein weg, weil die immer abwechselnd auf dem Turm waren. Wir haben es dann natürlich jetzt auch nur zu zweit gespielt, wie es zu viert wäre. Das, man weiß es nicht. Weiß ich nicht. Viel spielst in Teams halt. Fällt auch jeweils diese Anleitung, das würde man heutzutage auch nicht mehr so machen hier, dass es nicht zentral gesetzt ist. So, dass du dann hier unten noch die vier Spieler mit runternehmen musst und dann hättest du unten ab 10 Jahren. Ja. Aber aber schon ein bisschen farblich. Also ein bisschen farblich und haben wir auch eben festgestellt schon, erstes Vollplastikspiel, was den Spiel des Jahrespreis quasi gewonnen hat. Ja. Ne? Ja. Aber kann ich nicht. Keine Ahnung, noch nie gesehen. Also noch nie gesehen. Wir haben es nachgeschossen bei eBay, weil es halt in der Sammlung fehlte. Und ich glaube, so wie wir es gekauft haben, ist es dann auch im Schrank gewandert. Und wir haben es diese Woche tatsächlich zum ersten Mal gespielt. Mal gucken, worum es geht. Ja. Ja, gut. Okay. Ja, Spiel des Jahres 1982, kann Jutta wieder einiges zu sagen, das Sagerland. Vielleicht eine Anmerkung noch, wie ihr hier unten sehen könnt, hatten wir damals einen Braunpöppel. Das heißt also noch keinen roten. Das war, glaube ich, Spiel des Jahres 1983 genauso. Irgendwann hat man sich, glaube ich, entschieden, die Farbe braun gegen rot zu tauschen. Das ist eine schlechte Idee. Für Spiel des Jahres. Ja. Da würde man auch gerne mal wieder, warum hat man sich entschieden, den so weg? Ich meine, er sieht da unattraktiv aus, er geht hier um. Braun ist auch keine Signalfarbe. Überhaupt nicht. Halt. Aber beim Kinderspiel des Jahres haben wir einen grauen Plöppel. Ja, gut. Geht noch. Ja, grau geht immer. Ja. Grau geht immer, Leute. Sagerland, ja. Ja, Sagerland hat sich ja auch gehalten. Ne? Ist auch einer der Klassiker, die bis heute noch neu aufgelegt verkauft werden. Finde ich auch als Thema für Kinder immer noch nach wie vor schön. Wir sind halt im Dorf am Rand eines Märchenwaldes und versuchen, die Schätze zum König zu bringen. Die Schätze stehen hier jeweils einmal auf Karten und sind unter diesen Bäumen versteckt. Die Bäume stehen hier überall auf den Feldern. Die Würfelzahl gibt an, halt, wie viel man laufen darf. Trifft man direkt auf einen Baum, darf man gucken, was drunter ist. Da sind also diese Dinger drunter, die man so in den Märchen findet, zum Beispiel die Spindel. Aber hier sind gerade mal die Zwergenmütze. Ja, die Stiefel vom gestiefelten Kater, Zwergenmütze, eine Krone, der Turm von Rapunzel und so weiter. Man muss sich halt merken, was da drunter ist, kann dann zum Schloss hinlaufen.
wenn man oben angekommen ist, und ich glaube, man muss auch hier wirklich auch passend ankommen, das passend fand ich immer ein bisschen zäh, sonst rennst du dir hier nämlich einen Wolf, bis du da mal drankommst und sagen kannst, unter dem Baum ist dieses, jenes und welches, und danach kriegst du halt ja auch die Karten. Ist jemand oben angekommen und der andere weiß, Mensch, der hat jetzt unter so vielen Bäumen geguckt, der weiß, wo er drunter ist, den kicke ich nochmal ab. Dann ist natürlich also Mensch, ärgerlich rausschmeißen. Und auch vorne anstatt wieder anfangen, finde ich schon ganz schön happig, wenn du wirklich gut geguckt hast und du weißt, wie viele Dinge sind. Vollkommen überholtes Spieldesign heutzutage. Ja, und ist dann natürlich auch relativ zäh. Bis so ein Spiel dann mal zu Ende ist, kann es auch relativ zäh werden. Bis alle sitzen die Blagen 3 Stunden an Sagerland, ne, und man selber kann man schön im Büro Kaffee trinken. Ne? Oder so. Obwohl, ich glaube, für gerade für Kinder, auch für jüngere Kinder, die schon diesen Memory-Effekt kennen, die spielen wahrscheinlich sind die wesentlich besser. Ja, die spielen uns im Grund und Boden. Und wenn die noch ein bisschen Bezug zum Märchen haben, klar, es ist nicht hübsch, es ist... Ja, der Brett ist nicht hübsch. Heute würde man das ganz anders aufpeppen mit allem drum und dran, aber für die damalige Zeit vom Material und allem drum und dran... Auch um Kinder überhaupt mal würfeln gehen, anders als Mensch ärgerlich. Ich meine, letztlich hast du Mensch ärgerlich hier kombiniert mit einem Merkmechanismus, wo du dann so Auftragskarten erfüllst und so. Das ist schon gut. Und ich glaube, aus den pädagogischen Fördergesichtspunkten heraus gesehen, ist es tatsächlich auch heutzutage noch attraktiv. Aktuell, vielleicht ja, für Einrichtungen ja, halt so. Ne? Ja. Und das neue Programm verkauft sich immer noch. Also Wahnsinn. Natürlich sieht es heutzutage komplett anders aus. 38 Jahre alt. Ja. Ist ja schon, ne? Ja, ja. Obwohl ich glaube, so wie bei den Kids in der Schule, wenn ich die mit vorsetzen würde, zweite, dritte Schuljahr, die würden es auch mitspielen. Ja. Die sehen auch dann nicht das Problem, dass man ständig dann im Kreis... Die sehen auch nicht den Unterschied zwischen Altspielen, und davon haben wir in der Schule auch durchaus noch einige. Und ich habe in den letzten Jahren auch ganz, ganz viel neuen Kram reingeschleppt. Die sehen den Unterschied nicht. Ja, wenn du das nicht anpreist, spielen die alles mit. Ja, 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 ich sage, Kinder kannst du alles verkaufen. Das ist ist so. Ja. Ja. Ja, da kannst du immer eine Fanrunde gründen, ja, die mitspielen. Ja. Ja, gehen wir ein Jahr weiter, 1983. Da können wir, glaube ich, einen Quick Shot machen hier. Das ne? ist ein Spiel, was mit Sicherheit viele kennen, Scotland Yard. Auch brauner Pöppel? Ja, auch noch brauner Pöppel. Mr. X jagt durch London, darf mit U-Bahn, Bus und Taxi fahren und klassisch, er versucht zu fliehen, muss sich alle paar, Stationen. Ich glaube, beim ersten Mal nach der dritten, dann nach der siebten. Dann gab es hier die schöne Kappe dazu. Damit man nicht sehen konnte, wohin man guckt. Ne? Da immer, wo die, so rum ist glaube ich richtig, also wo diese größeren Sachen sind, da muss man sich dann halt zeigen, wann liegt die Tickets da drauf, ob ich halt mit der U-Bahn gefahren bin oder ob ich mit dem Bus oder mit dem Taxi gefahren bin. Letztendlich wird hier drunter auch aufgeschrieben, also so ist es, glaube ich, dritte, wird aufgeschrieben, wo ich halt gewesen bin, damit man es nachher noch nachvollziehen kann. Mhm. Und ich glaube, das Spiel kennen viele Leute, wird heute auch noch immer wieder verkauft. Man sieht es heute auch noch in der Werbung. War nicht so unser Ding, aber ich glaube, insgesamt ein Spiel, was auch viel und häufig verkauft worden ist. Und sicherlich damals als Spiel des Jahres auch durchaus innovativ war. Ja, mal was anderes halt eben, ne? Dass du verdeckt irgendwelche Sachen planst und die anderen müssen versuchen. Und vor allen Dingen, es war auch so, ich glaube, wahrscheinlich auch mit das erste Mal, dass alle gegen einen Prinzip. Genau. Mhm. Ne? Ja. Oder? Genau. Ja. Also so wenn du es gebraucht kaufst, meistens fehlt, habe ich mir sagen lassen, fehlt dieses Ding hier. Und dass hier das noch nicht mal einmal benutzt worden. So ungefähr. Ja. Ja. Daran kann man aber auch sehen, wie häufig wir das Spiel dann auch gespielt haben. Ja, gut, das spricht natürlich immer für das Spiel. Jetzt möchte man sagen, ja, die haben ja jetzt 1200 Spiele und die spielen eh nicht häufig, aber ihr spielt sehr häufig. Und zwar habt ihr ja eine Challenge, da hatten wir auch letztes Jahr drüber gesprochen, die habt ihr letztes Jahr durchgezogen, dieses Jahr wieder, beziehungsweise mit 4 Tagen unterbrechen, weil du im Urlaub warst. Ich war noch ein paar Tage weg. Ihr fetzt nämlich jeden Tag mindestens ein Spiel. Mindestens, genau. Und dafür könnt ihr euch quasi, kriegt ihr jedes Mal einen Punkt, wer gewonnen hat und wer... Ich habe geführt bis letzte Woche, genau. Da ist Martin an mir jetzt vorbeigezogen mit 10 Spielen Vorsprung und wir sind bei 700.
Jeder von euch über 747 zu 737. Also 1500 Plays quasi 1500, jetzt in 11 Monaten. Ja. Okay, ist boah. Natürlich auch mal Kleinkram dabei. Ne? Klar, aber egal. Kleinvieh macht auch Mist in der Board Game Geek Statistik. Genau, um mal wieder aufzuholen, ist das immer ganz gut, wo ich sage, komm, noch mal 3-4 Mal irgendwie Kleinkram spielen, damit ich eventuell eine Chance habe, wieder ranzukommen, weil das Jahr ist bald um. Ne? Das kann ich ja nicht sitzen. Wer hat letztes Jahr gewonnen? Letztes Jahr habe ich gewonnen. Mit 30 Spielen. Mit 30 Spielen Unterschied. Und wir waren dieses Jahr wirklich knapp. Du hast mal 10 Spiele geführt, ich glaube auch mal 15 Spiele. Ja, ist eigentlich ganz witzig, dass sich da doch so die Waage hält. Ja, ne? Ja, das ist schon, das spricht ja für gutes Balancing in den Spielen. Spricht auch für dass Jutta auch gut mitspielt. Das ist einfach so. Ne? Das, ich habe auch. Wenn sie schon nicht kauft, dann. Ich sage ja immer wieder, ich habe besondere Backgammon-Regeln, die mein bester Kumpel Fugue von irgendeinem Griechen aus Kreta mitgebracht hat. Und wir haben auch dann ein Turnier mal gespielt, auch so ewige Liste wie bei euch. Und wir waren auch bei 150 Spielen draußen mittlerweile. Und ich glaube, es war auch fast 50-50. Also wirklich fast 50-50, okay. Bis auf plus, minus 3 oder so. Und das spricht ja auch wieder rum. Absolut für fürs Game. Wir haben das in den Urlauben, haben wir das immer schon mal gemacht. So eine Urlaubsliste. Ne? Müsste ja auch mal, der halbe Kofferraum war immer eingeplant für diverse Kartons. Und da haben wir tatsächlich auch mal so Urlaubslisten gemacht. Im letzten Jahr habe ich einfach mal gesagt, mich würde mal interessieren, wie sich das über das ganze Jahr hin so entwickelt. Ah, wie viel spielen wir überhaupt? Weil da hattest du ja, aber wir haben ja nur die Spiele zu zweit. Nur wir die haben Spiele die ganzen Spiele in unseren Gruppen und Spielergruppen, die haben wir nicht mitgezählt. Also aber dann müsst ihr euch doch mal diese BG Stats App, müsst ihr euch mal. Ja. Und dann kannst du immer genauestens gucken. Auch in den einfach per Einklick siehst du genau, okay, wir haben Spiel des Jahres 1984 gespielt. Dein Signal. Ach so, 84 gespielt. Ja. Und haben dann Dampfrost. Dann sieht man auch genau, okay, wir haben es jetzt 12 Mal gespielt und das war die Maximalpunktzahl, das ist die Durchschnittspunktzahl, die du gespielt hast und so. Dann kannst du es noch ein bisschen einfach aufgeben. Okay. Und es ist auch wirklich schnell gemacht. Wir haben tatsächlich klassisch Kladde. Die Kladde auf dem Küchentisch liegen, die wird auch nicht weggeräumt. Okay. Ne, wo halt handschriftlich festgehalten wird. Welches Spiel? Wer es gewonnen hat, mehr aber auch nicht. Ja. Mit Punkten nicht. Und Datum ist auch nicht dabei. Genau. Uns hat einfach auch vor 2 Jahren mal interessiert, da haben wir nur geschrieben, wie viele Spiele, nicht jeden Tag. Und da haben wir, glaube ich, 300 oder wie auch immer gespielt. Da war es tatsächlich nicht so viel. Und dieses Jahr sicherlich auch Corona-bedingt viel mehr. Die hohe Zahl kommt halt durch Spiele zusammen, die man wie Piratenkaper, und da kannst du dann 6 Mal hintereinander spielen, die spielst du halt eine Stunde oder wie auch immer. Du kannst keinen jetzt mal aktuellen Bonfire oder wie auch immer die Spiele, die anderthalb oder anderthalb Stunden spielen, da spielst du vielleicht mal eins von am Abend und dann nochmal 2 Absacker und dann ist auch gut gewesen. Ja, hast du trotzdem 3 Plays am Tag. Genau. Ja, da bleiben wir bei. Genau. 1984 habe ich auch im Regal. Ein besonderes Jahr. Hatten wir 2-mal, Spiel des Jahres und Geburtsjahr vom Digger. Und ja, im letzten Jahr hatten wir halt, als du zu Besuch warst, dir das Dampfrost mal überlassen. Ich weiß, dass unter den Kommentaren ganz viel stand, mach mal ein Let's Play. Dampfrost Let's Play, Leute, Dampfrost Let's Play. Ich hab mir wieder die Regeln reingezogen, also ich hab's noch. Also solche Sachen, wenn ich das Geschenk bekomme, das gebe ich auch nicht weg. Aber ich hab das... Mehr muss man nicht. Also ich hab's tatsächlich jetzt mal vor diesem... heutigen Besuch mal rausgeholt. Also, der guckt euch mal an, das sieht dann krampf aus. Wir haben unterschiedliche Landesteile oder Länder, hier zum Beispiel Deutschland. Deutschland steht drin wie ein Einstiegsplan. Was machen wir? Wir machen eine Aufbauphase quasi, wo wir mitstiften. Pro Spieler versuchen 3 Städte miteinander schienenmäßig zu verbinden. Wir dürfen über Flüsse, glaube ich, muss man immer 2 Punkte verbrauchen. Man hat immer 3 zur Verfügung. Sonst kann ich so einzeichnen. Im Gebirge bremst das natürlich auch ab mit den Schienen. Und anschließend müssen wir hier, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, mit diesen innovativen Loks, was einfach nur ein Kader ist, übers Brett fahren und möglichst dann auch wieder mit Punkten nach einer bestimmten Art und Weise. Dafür muss ich dann aber Geld ausgeben, was ich vorher bekommen habe. Dann darf ich aber auch die Schienen der Mitspieler mitnutzen. Und wenn ich dann halt alle 3 Städte mit allen Eisenbahnen am schnellsten erreiche, der gewinnt quasi das Spiel, so in groben Zügen. Ja. Braucht, glaube ich. weg damit. Ja, aber das ist wahrscheinlich so, das ist auch die ersten Computerspiele gewesen. Eisenbahnmanager irgendwie wahrscheinlich. Einfach so Dinger bauen, auch so Grids einfach, ne, der lang, was abgezahlt. So. Gut. Heutzutage natürlich, ne, vollkommen überholt. Undenkbar. Ne? Ja, undenkbar, ne? Auch die Regel. Ja, auch die Regel. Ja,
nichtssagenden, nee, bilderlosen und Heft. Und Wasserschaden ist auch am Start. Ja. Ja, das war ja eins der Spiele, die wir auch nach weil ich hatte das gute Exemplar. Wahrscheinlich, ja. Ne? Wahrscheinlich. Kannst du mal von ausgehen. Du hast zumindest das Exemplar erwischt, wo der Karton noch besser war. Vielleicht funktioniert noch da die Stifte. Da wird es nicht mehr so viele von geben. Die Stifte auch noch, ganz genau. Würde mich interessieren, wie viel davon verkauft wurden und wie oft das in diesem Jahr in Deutschland gespielt worden ist. Verkauft wahrscheinlich einige Male, gespielt. Dieses Jahr, keine Ahnung. Wenn überhaupt. Aber 81 Millionen oder 84 Millionen Bundesbürger sind wir ja mittlerweile. Keine. 81 Millionen ist immer noch die Zahl, die ich mir irgendwie so rein, ja, geschafft habe, damals aus der Schule. Mhm. Dann musst du überlegen, wie viele Spiele bekloppte Leute es gibt. Das sind ja auch nicht so ganz viele. Könnte null sein. Die Zahl könnte sein, dass es null mal Dampfrost gespielt worden ist. Ja, aber wäre schon interessant zu wissen, ne? Ja, wäre spannend. Ja, man würde es ja hinkriegen. Setz dich mit deinen vier Jungs dahin. Oder zu viel, macht dann Meeple-Porn-Video, macht dann Let's Play und dann... Ja, dann mal gucken, wie du Dampf brauchst. Da holen wir uns auch vorher noch ein paar Exemplare für 2-3 Euro bei eBay Kleinanzeigen. Dann geht's nachher durch den Deckel. Dann kannst du mal gucken, wie viel davon überhaupt noch existiert. Mal gucken, wie die Nachfrage ist. Ja, wohl, die ist riesengroß. Man merkt schon, wenn du heute auf eBay unterwegs bist, diese Spiele des Jahres sind doch mehr produziert worden. Also die überschweren, die kosten auch alle nicht viel und so weiter. Der kannst du ja schon nur gönnen. Also kannst du schon Löcher mit stopfen, falls dir mal welche in der Sammlung fehlen. Das stimmt auf jeden Fall. Genau. Jetzt kommt ein besonderer Leckerbissen, was ich eben schon gut gefeiert habe. Also Spiel des Jahres 1985 ist Sherlock Holmes Criminal Cabinet, also in Buchform aufgemacht und wenn man überlegt, das ist 35 Jahre alt, eigentlich heute würde man sagen, so die Detective-Spiele. Auf jeden Fall seiner Zeit komplett voraus. Ja, klasse. Und wirklich, klasse Buchbogen. Detective war jetzt Innovation, bla 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 bla. Hier, 35 Jahre vorher gab es das ganze Ding schon. Es gibt acht oder zehn Kriminalfälle. Tierisch viel zu lesen. Genau. Ja, es ist Arbeit. Arbeit. Man hat ein Zeitungsarchiv, man hat einen Stadtplan von London. Ja. Wir haben Londoner Adressbuch. Wir haben hier die Spielregel dabei, die relativ kurz gefasst ist. Und auch noch ein Buch der Indizien. Zeitungsarchiv. Also eigentlich genau das. Der erste Fall, wie dieses Spiel funktioniert, müsst ihr euch selbst erarbeiten. Muss man sich selbst erarbeiten, genau. Aber krass, wirklich krass. Ne? Hier hast du eine Passagierliste von irgendwelchen Zeug. Als wir das Autopsielaboratorium betreten, deckt Sir Jasper gerade ein fast weißes Tuch über eine Leiche. Können wir Sie kurz sprechen, Sir Jasper, fragt Wiggins. Ah, Wiggins, natürlich, ich will mir nur eben noch die Hände waschen. Und wahnsinnig viel Porno-Text. Sieht super, super aus. Wie gesagt, das mit dem Buch, ne, normalerweise, okay, alles klar. Mhm. Heutzutage wäre es wahrscheinlich eine Magnetschachtel gewesen. Ja, okay. Aber hier kannst du die Sachen so halt eben reinpacken und so. Finde ich höchst spannend. Und was man darüber liest, ist ja auch nur Gutes. Man sieht es nämlich tatsächlich hin und wieder nochmal in irgendwelchen Verkaufsgruppen oder im Posting, wenn sich einer irgendwie für sich irgendwie entdeckt hat und so weiter und so fort. Cool, diese Zeitungsartikel, die ja alle noch drin sind, so zum Nachlesen. Müsst ihr euch natürlich hier so einen fetten Schreibblock holen, weil ihr alles selber aufschreiben müsst und zusammen kombinieren müsst mit Zettels und an der Pinnwand am besten, höchstwahrscheinlich, um alles in die richtigen Abläufe zu bringen. Seiner Zeit voraus. Mega, mega Ding. Und hier, in dem Fall, hätte es auch genauso gut gerade aus der Folie geschlüpft sein können. Ja. Ne? Also ist so, es ist tadellos. Ja, das ist wirklich super ein Schuss. Und Aufkleber drauf gemacht. War noch nicht, wurde hier drauf nachträglich drauf gemacht. Nachträglich drauf gemacht. Musste der Praktikant, musste da wieder ein Dinger geklebt. Ja, aber man sieht schon hinten vier Texte, Leute. Absolut. Cooles Ding. Alright. Ja, ein Jahr weiter, da kommen wir wieder so in die Richtung rein. Scotland Yard, solche Geschichten, Heimlich und Co. Ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen. Sollte eigentlich jeder kennen. Gibt es auch in jedem Kindergarten, in jeder Schule, in jeder Tagesgruppe. Wir haben so einen Spielplan. Wir spielen dann die Agenten mit.
Manche, also ich glaube, das ist immer Spielerzeit plus eins, das schlag mich nicht. Ja, und dann würfeln wir den Würfel und dann teilen wir die Augenzahlen auf und bewegen die Spielfigur. Am Anfang bekommt jeder eine Spielfigur heimlich zugeteilt. Ich bin jetzt beispielsweise der Gelbe, das weiß der Martin aber nicht. Und der teilt dann auf und bewegt dann auch mit seinen Augenzahlen auch den Gelben mit, was mich natürlich freut. Dann ist hier noch so ein Tresor, da werden so Wertungen ausgelöst, hier gibt es noch so Siegpunkt-Zählsteine, die wandern dann quasi nach vorne. Dann darf man den Tresor wieder umändern. Auftragskarten. Genau, wenn wir hier hinten angekommen sind, müssen wir aufschreiben und einschätzen, so, was wir glauben, welche Farbe welcher Spieler ist. Dafür gibt es am Ende nochmal Punkte, glaube ich, wenn man hinten angekommen ist. Und ist man dann irgendwie falsch, fällt man nochmal irgendwie zurück. Ich habe mir das ganze Ding, habe es auch auf der Arbeit halt eben gespielt und habe es mir dann auch für 4 Euro, 5 Euro, 2 Euro, weiß ich nicht, bei eBay Kleinanzeigen nochmal gekauft. Und das haben wir auch als Absacker auch schon ab und zu tatsächlich mal gespielt. Dafür ist es echt wirklich, wirklich gut geeignet, hat so einen nostalgischen Faktor. Ich habe aber auch eine andere Schachtel. Also ich habe nicht, ob das eine Amigo-Ding ist, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall eine andere Schachtel, die sieht ganz anders aus. Und die sehe ich auch zum ersten Mal hier, dass das so aussieht. Also das ist tatsächlich, dann hast du die Ravensburger Ausgabe. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Das ist die Neuauflage, ist bei Amigo rausgekommen. Also das ist für uns dann wahrscheinlich auch ein Spiel, was wir irgendwann mal nachgekauft haben. Ja, und ich habe halt dann das entsprechende Original, sage ich mal, zu Hause. Dann müssen wir mal tauschen. Ja, 86. Ja, jetzt kommen wir zum Spiel von 1987. Meinem Heinrich und Co. liegt sogar noch von irgendjemandem eine Klassenarbeit drin, die er damals irgendwann gemacht hat, 1900, weiß ich nicht, 88 oder wo, so. Wo ihr dann hinten drauf die Punkte aufgeschrieben habt. Nee, die lag einfach so mit da drin, ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, auf Achse. Gutes Spiel. Ja, genau, das war so unser absolutes Lieblingsspiel in den 90ern, so Anfang der 90er auch. Man kann auch sehen, die Kiste hat echt schon einiges mitgemacht. Die ist in diversen Urlauben mitgefahren. Wenn wir uns das Spielbrett mal angucken, ist ja wirklich nostalgisch. Ist noch ohne Ossiland, sage ich immer. Ups. Habe ich wieder in den oder so? Genau. Gucken wir einfach mal. Jeder kriegt seinen LKW. Willst du mal einen LKW haben hier? Ja, genau. Die fand ich immer so klasse. Diese LKWs, weil die sind dann beladen worden, man kriegt Aufträge und belädt sich die hier mit diesen Lakritzsteinchen. Sechs Stück passen immer drauf, für Grobmotoriker war das nichts, da dauerte ewig, bis die mal beladen waren. Dann ist man halt mit seinem LKW je nach Auftrag von A nach B und von B nach C gefahren, durfte halt würfeln. Es gibt um das Spiel ein bisschen so ein Erbfaktor. Genau, es gab Baustellen, es gab Stauschilder, die durfte man halt auf diese freien Landstraßen stellen, nicht auf Städte. Damit konnte sie den anderen noch mal einmal rumschicken. Und so hier angekommen, hast ihm das noch mal vor die Nase gestellt. Ganz simpel, noch dem Aufträge Zeiten konnte man kaufen, dann noch an den Meistbietenden, glaube ich, oder so. Ne, an den Meistbietenden konnte man die kaufen. Ach, und musste die halt dann abfahren. Wer nachher die meiste Kohle hat, hat gewonnen. Ja. War ein tolles Spiel. Wir haben das wirklich rauf und runter gespielt bis zum Erbrechen. Und wir haben es dann im letzten Jahr, glaube ich, nochmal ausgepackt, genau. vor dem Regalbesuch, als du da warst. Und haben dann gedacht, oh, wie langweilig. Ich fahre von rechts nach links und von oben nach unten, erfülle die Aufträge und mehr nicht. Aber verkauft sich trotzdem heute noch. Also ist ja, ich denke auch mal, in anderen Zielgruppen mit jüngeren Kindern würde sowas wahrscheinlich auch noch. Ereigniskarten, ne? Keine Ahnung, Radarfalle, du hast auf einer gefährlichen Gefällstrecke die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 40 km/h überschritten. Zahle ein Bußgeld von 500 D-Mark an die Bank. Ja. Auch klassisch. Genau, solche Dinge. Solche Geschichten, genau. Nice. Ja. Ja, also ich fand es super, habe als Kind super gerne gespielt. Du konntest dir zusätzlich noch Anhänger kaufen, die dann in LKW anhängen konntest. Ja, damit du mehr laden konntest, genau. Damit um wirklich zwei, drei Aufträge auf einer Route dann abzufahren und so. Das hat richtig Fehls gemacht, also ehrlich. Die LKWs sind auch ganz geil, die sind nicht aus so einem Hartplastik, die sind aus so einem Gummi-weiches Plastik. So. Die verkratzen auch das Spielbrett halt hier nicht beim Rüberstürfen. Wäre natürlich egal für diese Stelle. Das habe ich gerade gedacht. Ja, klar, da sind auch einige Waren schon mit transportiert worden. Oder? Auf Achse. FX Schmidt. Haben wir auch überlegt, was da mit passiert ist. Ja, genau, haben wir auch schon mal drüber nachgedacht, weil FX Schmidt hat einige Preise gewonnen und du sagtest ja, die haben das wahrscheinlich zu viel Bunga-Bunga-Party mit dem Vorstand gemacht, die ganze Kohle auf den Kopf gehauen für Nutten und dann
Dann war es das. Aber die haben wirklich einige Spiele des Jahres. Also das, ja, das müssen schon wirklich ausgebuffte Bunga-Partys gewesen sein. Gesagt, also da werde ich mit Sicherheit im Nachgang vom Video nochmal recherchieren. Was wo die geblieben sind. Ja. Ob die immer runtergegangen sind, die Firma. Oder was da für Escort-Girls denn da gewesen sind. Auf Achse. Ja, dann kommen wir zu einem Spiel des Jahres von 1988, Barbarossa. Barbarossa hatten Freunde von uns. Wir haben es uns damals gekauft, weil wir es da ganz gut fanden. Wenn ihr aber jetzt mal reinguckt... Ach, ASS lebt heute noch, der Verlag. Ne? Genau. Altenburger Spielkarten, glaube ich. Nee, heißt glaube ich, anders. Also, damals hieß es noch Altenburg Stralsunder. Ah, okay. Aber heißt jetzt Altenburg? Ich glaube, die ist nur noch ASS. Ich weiß es nicht. Oder ASV oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man sehen, wir haben hier noch Originalkette, original verpackt und scheint auch noch zu funktionieren. Wir haben Bleistifte, die noch nicht genutzt wurden. Worum geht es bei dem Spiel? Man hat hier auf der vorletzten Seite einige hundert Begriffe. Davon sucht man sich drei aus und teilt die Knete in drei Teile und muss die Begriffe möglichst, wenn es eben geht, nicht gut, aber auch nicht zu schlecht kneten, sodass derjenige am meisten Siegpunkte bekommt, wenn es in der Mitte erraten wird. Wird es zu schwer, dann verliert man Punkte, wird es zu leicht, verliert man auch Siegpunkte. Jeder kann Tipps abgeben mit solchen Pfeilen, der steckt dann seinen Pfeil da rein und sagt, dass die Knete könnte dann ein Stuhl sein oder könnte ein Arm sein oder sonst irgendwas. Und nach dem Muster zieht man halt übers Brett bis ganz nach vorne hin und wer als Erster durchs Ziel kommt. Was ja ganz witzig war, haben wir bei mehreren Spielregeln festgestellt von den alten Spielen, da werden die Spieler ja gesiezt, ne? Wenn Sie Barbarossa etwas einfacher spielen möchten, so können Sie nach folgender Regel verfahren. Ja, stimmt. Ist das heutzutage nicht mehr so? Nein, wird immer geduzt, immer halt eben. Ja, findest du keine Spielregel mehr, wo du als. Aber ich glaube, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist mir aufgefallen, weil wir in mehreren alten Kisten hier reingeguckt haben. Und dann hat Martin gesagt, du musst mal gucken, da werden die Spieler gesiezt. Ja, aber ich glaube, grundsätzlich in der Spieleszene, also ich kenne es eigentlich nicht anders, man duzt sich. Wir haben seit 5 Jahren auch ein Spielertreff in der Bank. Und es spielt keine Rolle, ob da jetzt Vorgesetzte dabei sind oder nicht. Die wissen, wenn ich zu dem Spieletreff komme, dann muss ich mich halt darauf einlassen, dass ich geduzt werde. Und, passt auch nicht. Sie sind jetzt mal dran. Ja, geht nicht, oder? Nee, das geht. Deswegen fand ich es auch interessant zu gucken, dass in diesen alten Spielen wirklich der Spieler mit Sie angesprochen wird. Ja. Aber weißt du was, dieses Kneten-Ding, erstmal krass, dass die Knete überhaupt noch, die ist ja noch richtig gut. Ne? Ist gut, ja. Riecht auch richtig gut nach Knete noch. Knete. Original. Dafür, dass das Spiel schon 1000 Jahre alt ist. Spiel des Jahres 2020. Schon ein bisschen abgekupfert. Ist ja, ja. Vorgespoilert Pictures gewesen. Auch genau. In irgendwelchem Zeug. Irgendwie du hast was halt ein Material. Du hast es ja auch, keine Ahnung, war nie fett in der Achterbahn, war da auch Knete, glaube ich, dabei. Genau. Das zog sich ja so durch die Spiele. Es gab ja einige davon. Höchstwahrscheinlich ist das der Vorreiter gewesen. 1988 ist das erste Spiel, wo Knete essentieller Bestandteil vielleicht gewesen ist. Bravo Traube gab es noch, wo Knete drin war. Aber nicht 1988, Bravo Traube war nicht 1988. Und dann gab es noch mal so ein... Bitch, Patsch, Traumatsch. Also die Melodie hätte ich jetzt nicht mehr. Dann gab es so eins, da musstest du so Käfer platt machen. Aber ich weiß gar nicht, wie das hieß. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber keine Ahnung. Okay. Hatten wir auch mal zwischendurch, wo die Jungs kleiner waren, aber... Es gibt tatsächlich auch Spiele, die bei uns ausgezogen sind. Genau. Aber die Jungs, ich meine, die waren dann 1908, also... Da war noch keiner von denen. Da war noch keiner von denen am Start. Ja, Barbarossa. Jetzt kommen wir zum letzten reinen Spiel des Jahres. Wir haben uns so im Vorgespräch schon ein bisschen darüber unterhalten. Heute würde man sagen, ja... Ich mach's mal direkt offen, also Café International. Ich sag mal so, bei Mombasa regt man sich auf, ja. Aber hier will man keinen Schwarzen am deutschen Tischspitzen haben, ansonsten Stress. Das passt das nicht, aber ich glaube, das ist bei Spielern sowieso generell... Die suchen immer Sachen, um sich aufzuregen, ne? Ja, ganz genau. Man sucht manchmal Sachen, um sich aufzuregen. Ich glaube, dass es heute überhaupt kein Problem ist.
Jutta erklärt gleich ein bisschen zum Spiel, aber was zum Beispiel interessant ist, das habe ich jetzt einfach auch gesehen, Franzosen sitzen mit Türken zusammen am Tisch, verstehen sich im Moment nicht ganz so gut, aber die Deutschen mit den Amerikanern. Auch wieder mit den Amerikanern, ja, am Tisch sitzen. Ich glaube, wir sollten einfach in unserer Welt wirklich auch solche Sachen mal auch durchaus mal so nehmen, wie sie sind, dass jeder mit jedem kann. Ja, du kannst da mal ein bisschen zum Spiel erklären. Da war es dann halt nicht so. Ich glaube, das war auch so einer der ersten Spiele, mit dem man halt Sachen aus dem Beutel ziehen konnte. Und jeder durfte halt immer zwei Leute aus dem Beutel ziehen. Es durften, also die beste Variante war immer, wenn zwei Frauen und zwei Männer aus einem Land an einem Tisch saßen, dann gab es 8 Punkte. Ja. Auch wegen Bunga Bunga. Es zieht sich wie ein roter Faden durchs Video ab jetzt. Nie drei Frauen und ein Mann am Tisch sitzen, das war nicht möglich. Man konnte die Tische natürlich auch mischen, aber dann gab es halt nur 4 Punkte dafür, wenn man den Tisch vorgelegt hat. Ja. Genau. Und so hat dann jeder immer seine zwei. Die sind auch so runtergerockt, diese Plättchen, ja. Die habt ihr dir da. Also das haben wir, dieses Spiel Male haben wir gespielt, wirklich oder? Tausendmal gespielt. Und das hat unser Jüngster auch viel mitgespielt. Das fand er toll. Klasse, das, ja. Da haben wir irgendwann mal gesagt, Mensch, das war, vielleicht wird für den, wir kramen das mal wieder raus. Und das hat ihm gefallen. Genau, jetzt war es halt so, wenn man nicht legen konnte, hatte man noch die Möglichkeit, hier an die Bar zu gehen. Am Anfang gab es noch Pluspunkte, nachher gab es halt Minuspunkte. Es wurde so lange gezogen, bis der Beutel halt leer war. Ein Klischee nach dem anderen hier, wenn man sich die Kennzeichnungen hier alle mal reinzieht. Würde mich mal interessieren, ob das heute das Café International, das gibt es ja auch tatsächlich noch. Das ist nochmal neu aufgelegt worden. Ja, ob das tatsächlich auch noch so aussieht hier. Kennt ihr nicht. Das sind die ein bisschen schicker. Das ist der hier mit seinem Mützchen und was. Also viel zu lang rum. Ja, das ist ja wirklich sehr klischeehaft hier, ne? Ja, dann hast du den Bayer dann am Start und naja, klar. Was ist denn die falsche von Bayern? Ach, die gute Frau. Ja, der britische Lord hier. Ja, der mit den großen Ohren. Inderinnen sehen alle so aus, 1:1. Da ist auch keine Abwechslung dann oder so mal drin. Ne? Nein, die gleichen Männer. Ja, die bayerische Frau war natürlich mit ordentlich Oberweite und Dutt, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, das ist das war schon wie sich das zieht. Ja, genau, wie sich das zieht. Also, es gab auch noch Joker, männliche und weibliche Joker konnte man auch noch einsetzen hier. Ja, da konnte man auch verrückter Schlauen. Der passt überall hin. Schönes Spiel. Wir haben es gerne gespielt. Irgendwann ist natürlich auch das dann vorbei gewesen. Ja, klar, wenn die Kids das älter sind und so und selber so zockt man das dann nicht. Ja, gut, aber die Spiele haben sich ja auch extrem weiterentwickelt. Das muss man ja auch sagen. Das werden wir ja gleich so in der Zeitreise auch so ein bisschen sehen. Wenn man mal die anderen Spiele sieht, klar, Spiel des Jahres sollte immer für das breite Publikum sein, aber wir kommen ja nachher auch noch, oder jetzt ab 1990 auch zum Deutschen Spielepreis. Wo ja extra dann nochmal so ein Preis aufgelegt worden ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, von Spielern und Fachjournalisten, die dann natürlich nicht unbedingt auch nur seichte Spiele gewählt haben. Die vor allen Dingen auch nicht einer Meinung immer gewählt sind. Ja, genau. Sind teilweise Dinge beim Deutschen Spielepreis gelandet, die noch nicht mal in die Nominierungs- oder in die Empfehlungsliste für das Spiel des Jahres beispielsweise gekommen sind. So. Ja. Wobei es bei anderen Jahrgängen auch einfach Deckungen gab oder genau. Die Dinge halt eben close beieinander waren. Ne? Genau. Okay, schrote mal das nächste Ding raus. Ja, und dann fangen wir nämlich gleich an mit einer Entdeckung. Und zwar Adel verpflichtet. FX Schmidt. FX Schmidt, genau, da ist er wieder. Running Gag. Adel verpflichtet war Spiel des Jahres und Deutscher Spielepreis. Beide auf Platz 1. Worum geht es bei Adel verpflichtet? Wir haben jeder eine gleiche Anzahl an Handkarten, ein Auktionshaus. Wir haben Checks, wir haben ein Schloss, Diebe und ein Detektiv. Und wir müssen am Anfang des Spiels müssen wir uns halt entscheiden, ob wir im Schloss oder im Auktionshaus spielen. Und es geht halt darum, gleiche Auktionen zu starten mit verschiedenen, mit gleichen Sorten, mit Schätzen oder mit Ausstellungsstücken drauf. Und nach einem bestimmten Muster, wer halt im Schloss ist, und drei Leute bieten zum Beispiel mit Checks, dann kommt nur der zum Zug und darf sich eine Karte nehmen, der den höchsten Check hat. Gibt es einen Dieb dann im Schloss, der kann sich einen Check snacken, kann sich also da einen wegholen. Und wenn man im Auktionshaus ist, dann gibt es dann halt Detektive, Diebe und die Möglichkeit halt diese Auktionsausstellung zu machen. Der Dieb wird dann aus einer Ausstellung klauen, ist aber ein Detektiv da,
schickt er den Dieb ins Gefängnis und man kann hier sehen, das Gefängnis besteht aus insgesamt 5 Feldern und fängt an bei 1 und die Diebe gehen dann immer weiter und ich bekomme den dann, wenn er nach 5 Runden quasi aus dem Gefängnis entlassen wird. Ähnlich so hardcore 5-mal aussetzen quasi. Der Dieb dann. Also die Karte steht dir quasi 5-mal nicht zur Verfügung. Ach so, okay. Ja? Also danach kannst du eine ganz andere Aktion machen. Ja. Aber die Mitspieler wissen natürlich dann in dem Moment, du kannst nicht mehr der Dieb sein. Kann ich erstmal nicht mehr der Dieb sein. Ja. Also so Mindgaming, ne? Oder als ersten, ich meine, wir hatten jetzt gerade in Scotland Yard schon, aber trotzdem ist es ja Mindgaming. Was denke ich, was Jutta jetzt diese Runde für einen Charakter spielt? Was denke ich, worauf sie hot ist? Was hat sie eben schon für Scheck gespielt? Ah, den Scheck, den hatte der Martin hier aber eben schon geklaut, den 5000 Mark-Scheck, sag ich jetzt mal, und so weiter und so fort. Dann, wenn ich jetzt den 5, dann müsste ich eigentlich safe sein mit meinem Gebot und so weiter und so fort. Meine ich auch, dass es heute auch noch wieder aufgelegt wird, irgendwo anders quasi irgendwie? Also zumindest sieht man es, also der Name kommt einem auf jeden Fall super bekannt vor. Ist die Frage, ich weiß jetzt nicht genau, ob es neu aufgelegt worden ist, aber ist halt ein Spiel, wenn man mal vergleicht, so dass das Spiel des Jahres und quasi Deutscher Spielepreis war. Also schon ein bisschen auf einer anderen Ebene. Beides. Ne? Hat beides gewonnen. Ne? Das war das erste. Das erste deutsche Spielepreis war auch gleichzeitig Spiel des Jahres. Ja. Alle verpflichtet. Hat das große Brettspiel um Diebe, Lords und Pfeifenköpfe. Ein Klaus Täuber, den werden wir auch noch häufiger treffen. Ja. Da war er noch Zahntechniker, oder wie war das noch? Jetzt genau, da ist er noch, zu dem Zeitpunkt ist er noch Zahntechniker gewesen. Also ein paar Jahre später hat er ja seinen großen Wurf gelandet. Und da konnte er relativ schnell dann auch mit seinem Beruf aufhören. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, vielleicht so als Nebeninformation. Spiel des Jahres war tatsächlich Wolfgang Kramer, der die meisten Preise da eingeheimst hat. Allerdings auch nur bis zum Jahr 2000. Und Täuber beim Spiel des Jahres auf 2 mit 4-mal. Und auf Platz 3 war Kiesling. Der hat ja viele Spiele auch mit Kramer zusammen gemacht. Mhm, haben auch einige noch. Beim Deutschen Spielepreis war es so, dass da Täuber 5 Spiele auf Platz 1 hatte und tatsächlich Rainer Knizia, Freund von Selçuk, glaube ich, der drei Nennungen hatte. Verwandter. Und Kramer hatte 2, aber wenn man es insgesamt nimmt, war Täuber am erfolgreichsten. Okay, ja. Mit dem meisten. Das hätte ich jetzt auch nicht hätte ich jetzt dagegen gewettet, wenn du das so ausgestellt hättest. Und ich glaube, dass wir dann das nächste, nämlich 91, ist auch von Klaus Täuber, drunter und drüber. Ja, ein Spiel im Schildbürgerreich mit einer Schildbürgerstadt. Ich glaube, da kannst du auch einiges zu sagen. Ja, wir haben eben auch mal reingeguckt. Das Spiel hatte ich tatsächlich selber, wurde mir damals zu Weihnachten geschenkt. Und wir haben gerade eben auch mal ein bisschen geguckt, wie das mit den Regeln und so gewesen ist. Jeder bekommt am Anfang hier verdeckt wohl so eine Gebäudekarte. Die gelben sind dann meine oder die Feuerwachen sind meine. Und dann legt man hier quasi so Plättchen, die man sich ziehen darf. War irgendwie, glaube ich, so. Legt man sich hier irgendwie an, muss dann entsprechend die Wege bauen. Man fängt in den Ecken. Genau, an den Wasserwerken fängt man tatsächlich an. Gar nicht wahr. An den Burgen, hier oben fangen die Wege an und es gibt noch Flussstrecken, die fangen am Wasserwerk an. So ist es quasi gewesen. Ja. Genau. Und hier unten Turm hier dran. Und dann natürlich wird das so ähnlich wie bei Snake damals auf dem Handy, wenn wer dann noch kennt. Die Wege werden immer weiter zugebastelt. Ich meine, es gibt aber auch so Tore. Ja, hier ist einer. Durch so ein Tor darf ich dann unten auch durchführen, diese Dinger. Ja. Und versuche, möglichst viel abzudecken und meine eigenen Häuser einzukreisen oder so ist es, glaube ich, gewesen. Also man muss versuchen, möglichst die Fremden, aber man darf sie natürlich nicht sofort outen, weil sonst sehen die Spieler natürlich, welche Farbe du hast. Und muss versuchen, seine eigenen Häuser oder seine eigene Farbe freizuhalten. Dann gibt es hier überall Klohäuser, die auch überbaut werden können. Da gibt es aber extra Karten für. Jeder hat einen Satz an Karten, zum Beispiel mit einem ganz lauten Ja oder halt mit einem Nö oder mit einem ganz lauten Nee. Und jeder Spieler legt verdeckt eine Karte ab und je nachdem, wo die Abstimmung hingeht, darf das Klohäuschen überbaut werden oder darf nicht überbaut werden. Damit kann man natürlich auch verhindern, dass eigene Felder zum Beispiel, wenn ich blau wäre und es soll da in die Richtung überbaut werden und ich kriege es hin, dass das Klohäuschen nicht überbaut wird, wird blau dann auch nicht überbaut. Die Karten gehen raus, das heißt also, jeder hat nur einmal eine Abstimmung, außer, glaube ich, die Jein-Karte. Diese, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Karte, die ist halt neutral, die bleibt im Spiel drin. So kann man das Spiel dann auch noch ein bisschen steuern.
relativ einfach. Ist, glaube ich, jetzt sogar noch mal wieder neu aufgelegt worden, letzte oder vorletzte Jahr. Ja, ein ganz nettes Spiel. Ich sag mal so, drei dürft ihr raten, von wem es war. Klaus Täuber. Da weiß ich gar nicht, wo das ist. Ey, ob das irgendwie auf dem Container mal gelandet ist. Lag immer bei meinem Opa und meiner Oma. Drunter und drüber. Dann eins der Spiele, die wir jetzt nachkaufen mussten. Da kannst du vielleicht nochmal wieder was zu sagen. Genau, das Labyrinth der Meister. Ist im Grunde genommen ein Ableger vom verrückten Labyrinth. Die Spielregeln sind im Grunde genommen die gleichen. Du hast dieses Brett hier, legst die Wege halt da rein, wie man das beim normalen Labyrinth auch macht. Was anders ist, ist, dass halt diese Plättchen draufgelegt werden. Die haben Zahlen von 1 bis, keine Ahnung, 25. Genau, 25. Und dann muss halt die Schätze nacheinander. Man hatte so Auftragskarten für seine Zaubertränke. Ja, die konntest du halt diese Auftragskarten, wenn du diese Plättchen bekommen hast, wenn du es geschafft hast, die Plättchen zu erreichen, die hast du dann halt zu dir genommen. Und wenn du die passenden Auftragskarten dabei hattest, hast du halt das Plättchen da drauflegen können und die Punkte nachher noch zusätzlich gekriegt. Krasse Kindheitserinnerung habe ich auf jeden Fall auch an das Spiel, weil ich auch tatsächlich dieses gehabt habe. Du hast auch erzählt, ihr auf der Arbeit habt ihr das für Kinder. Ja, wir haben beide. Ne? Und ich spiele eigentlich über die Kinderversion, weil ich habe immer so Vorstellungsschwierigkeiten, wie es da hinten aussieht, wenn ich hier vorne reinschiebe. Deswegen spiele ich lieber das mit den großen Karten. Ich glaube, das sind insgesamt nur 12 Karten. Und Jutta, keine Ahnung, wie du Bonfire hier zockst, weißt du, oder den Martin bei Bonfire abzockst. Wenn man das nicht hinkriegt, oder? Beim Labyrinth der Meister abkackst. Ja, genau, das ist dann immer so kackig, wenn man gegen die Kinder verliert. Du hast das große Brett und die sausen dann mal eben drüber. Bist du ein guter Verlierer bei den Kindern? Nee, nicht wirklich. Nee, ich bin ein richtig schlechter Gewinner vor allen Dingen. Ich sag ja immer, hab ich wieder weggemacht. Ja, es liegt immer daran, so, wer bei mir sitzt. Da sind also tatsächlich Kinder bei, wo ich voll den Ehrgeiz habe, die vom Tisch zu fegen, weil die halt auch gut spielen können. Weil ich manchmal merke, die kannst du so ein bisschen, mache ich ja auch manchmal ganz gerne, so ein bisschen damit mit foppen, um zu gucken, wie die auch reagieren. Ich würde gerade sagen, es hängt immer viel. Ich habe deiner Mama schon gestern gesagt, du sollst kein Nutella mit Weißbrot mit zur Pause bringen. Und dann hat er schon wieder eins mit und dann setzen. Labyrinth der Meister. Ja, ein verrückter Wettstreit und ein Meistertitel. Ja, braucht man eigentlich nicht wirklich. Nee. Also wenn man dieses normale verrückte Labyrinth mag, finde ich, reicht das vollkommen aus. Es gab doch noch mal auch eins, wie hieß dieses denn, das war doch als Kreis gelegt. Auch als Labyrinth? Auch als Labyrinth. Ja, steht oben, irgendwo. Gibt's tatsächlich. Aber frag mich nicht, weil ich für Spiele habe, denke ich, Martin. Bei uns. Ja, das ist in Kreisform angelegt. Da schiebst du diese Plättchen in Kreisform, verschiebt sich das in 5 Ebenen, glaube ich. Ich denke mir das jetzt nicht okay, aus. Okay, dann diskutieren wir dann nachher. Ja, Leute, Matthias, Kommentare. Ob es das gibt oder nicht. Ja, könnten wir jetzt nicht. Nee, alles gut. Wir waren 92 und jedes Jahr 1993. Nein, wir waren bei 91. Wir waren 91. Weil wir waren ja jetzt Deutscher Spielepreis. Deutscher Spielepreis war Labyrinth der Meister. Ja, korrekt. So war's, genau. Und Spiel des Jahres war drunter und drüber. So, 1992 war Spiel des Jahres um Reif und Breite. Haben wir damals wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Holländischer Verlag, Jumbo. Aber ursprünglich holländischer Verlag. Ich glaube, ursprünglich holländisch, ja. Und wir haben halt hier einen relativ großen Plan. Made by Hausemann en Hötte. Ja. Wir haben einen relativ großen Plan. Und wir stellen unsere Fahrer, die man hier sehen kann. Jeder hat 4 Bestes Fahrer. Bestes Inlay, Leute. Ja. Zieht euch das mal rein. Also ja. Hier drunter sind noch mehr Dinger. Hat 4 von seinem Team oder 5 sogar. 5 Fahrradfahrer von seinem Team. Genau. Und die werden dann am Start aufgestellt. Das heißt also, in jeder Reihe können 5 verschiedene Fahrer stehen. Also 5 verschiedene Teams müssen auch. Und die werden dann hintereinander platziert. Man kann die hintereinander stellen, macht man nicht zwingend. Und man hat halt die Möglichkeit, das Spiel in 3 Formen zu spielen. Wenn man einfach nur sagt, ich mache hier ohne diese farblich gekennzeichneten Strecken, dann fahre ich halt ein ganz normales Rennen.
ohne Bergwertung, ohne Abfahrt. Und das Schöne ist zum Beispiel, wenn man einfach ganz normal spielt, wie beim normalen Radrennen auch, kann ich Windschatten fahren, die ziehen dann hinten nach. Ich kann aber auch mit bestimmten Karten, also wir haben alle so Karten auf der Hand, dann gibt es auch noch, ich glaube, dieses genau, das sind die Fahrerkarten. Dann kann ich einen Ausreißversuch starten oder auch ausreißen, dass nur der Erste dann quasi ein, zwei wegzieht und die anderen zurücklässt. Ich habe halt die Möglichkeit, bei der Erweiterung Bergwertungen, wie gesagt, zu machen. Dann fahre ich ein bisschen langsamer, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und bei der Profi-Version kann ich halt verschiedene Strecken fahren, wie bei der Tour de France, und mache dann Etappen. Und es ist aber nicht so, dass der Fahrer, der als Erstes ins Ziel kommt, das Spiel gewinnt, sondern die Mannschaft, die insgesamt das beste Ergebnis hat. Ja, um Reifen reicht. Gerade. Aber sieht gut aus, ne? Ja. Mit strammen Waden und harten Bandagen. Ist doch super, oder? Auf der Jagd nach dem gelben Trikot. Stimmt doch. Ja, alles gut. Hier, der Preis ist heiß. Sporty. Mal da gucken. Machen wir nochmal ein kleines Special-Display hier. Ja. Direkt nach Danfoss, sagt man dann noch ab. Krass, die Dinger lagen ja immer in vielen Spielen dabei, ne? Ja, das ist immer super. Also ich meine, die hat man früher einfach mal weggeschmissen meistens und so bleibt und drin. Dann ist mal spannend zu sehen, was es halt eben damals noch gegeben hat. Ist das richtig? Ja. Ja, im gleichen Jahr Deutscher Spielepreis. Von wem? Von Klaus Teuber. Der Fliegende Holländer war auch 1992 auf Platz 1. Und 1992 war tatsächlich auch um Reifenbreite beim Deutschen Spielepreis auf Platz 2. Also viele der Spiele, die beim Spiel des Jahres gevotet wurden auf Platz 1, finden sich auch durchaus in der Liste beim Deutschen Spielepreis und in den ersten 10 wieder. In diesem Jahrzehnt waren es, glaube ich, mit, ich glaube 2009 noch tatsächlich 3 oder 4 Spiele, die man im Ranking beim Deutschen Spielepreis gar nicht gefunden hat. Fliegende Holländer, so ein bisschen kennt man noch nie gesehen, also muss ein unwahrscheinlich gutes Spiel sein. Also, wir haben hier Schiffe auf dem Brett, wir können uns Anteile an diesen Schiffen erwerben, zum Beispiel an der gelben Kompanie oder an der orangenen Kompanie. Und mit so einem Mechanismus, wie wir Hufeisen kriegen, können wir halt den fliegenden Holländer, der übers Brett zieht, bewegen. Und wir haben halt, ähnlich wie bei Spiele, so Aktienspiele, wo man halt Anteile an den Gesellschaften hat, kann ich die halt durch den Holländer wieder verlieren. Wenn man dann zum Beispiel auf eine gelbe Company kommt, verlieren alle ihre gelben Aktien oder Anteilscheine an dieser Company. Insgesamt zieht man über 12 Felder. Sobald man auf dem letzten Feld ist, wird halt abgerechnet, wer dann die meisten Punkte hat, beziehungsweise das meiste Geld hat er daran gewonnen. Relativ simples Spiel für einen deutschen Spielepreis. Du hast eigentlich schon recht. Es gab nichts Geiles. In der Versenkung verschwunden. Nie gehört, nie gesehen, genau. Nie auf dem Flohmarkt mal gesehen, gar nichts. Hat jeder Dreck in die Altpapiertonne nie gespielt. Trotzdem von Klaus Teuber ja eigentlich, zumindest in den Jahren, auch durchaus schon gerannt für halbwegs gute Spiele. Ja, wobei sich da jetzt auch niemand, also da hat sich jetzt keiner drum gerissen, wenn es von Bandai und Huki Spielwaren gewesen ist, sag ich mal. Da hatte keiner Bock drauf. Klaus, nicht schon wieder dieses Jahr. Frag doch mal die Koreaner an. wenn Bandai koreanisch ist, ich weiß es gar nicht. Aber Bandai hat ja eine ganze Breite von Palette an Spielzeugen tatsächlich. Ja, die hatten glaube ich, nicht nur Brettspiele, ne? Die haben auch Spielzeuge. Ja, auch Actionfiguren und so Zeug haben die gemacht und so. Ja. Ja, dann kommen wir zum Spiel des Jahres 1993 ist es jetzt. Und Bandai hat Power Rangers, glaube ich, gemacht. Tatsächlich. Okay. Ja, kann sein. Oh, gutes Spiel. Gutes Spiel. Ja. Alex Schmidt. FX Schmidt mal wieder. Mal wieder, genau. Und wir waren eigentlich, als das damals Spiel des Jahres gekürt worden ist, waren wir für einen Moment ein bisschen enttäuscht, weil wir haben das irgendwie Jahre vorher schon als Spiel mit Bierdeckeln an der Theke gespielt. Da hieß es aber Lügen, war vom Prinzip her aber genau das Gleiche. Trotzdem ist es eigentlich immer noch mal wieder in den letzten Jahren auch auf den Tisch gekommen. Wir haben es letztes Jahr auch zusammen gespielt. Wollte ich gerade sagen, wir haben es letztes Jahr, als ihr hier wart, haben wir es auch zusammen gespielt. Man hat halt keine Bierdeckel, sondern so ein Spielbrett. Jeder kriegt einen Becher mit 5 Würfeln. Genau. Und dann muss man halt gucken, je nachdem wie viele Mitspieler da sind. Geheim. Geheim.
dreht man seinen Becher um und guckt halt runter. Und einer fängt an und sagt, halt, ich vermute, dass im Spiel 4 Fünfen sind. Der nächste muss es erhöhen. Entweder muss er halt 4 Sechsen sagen. 4 Sechsen sagen oder halt, wobei 6 gibt es tatsächlich nicht, weil Sterne. Der Job. Genau, dann musst du halt 5 Fünfen sagen. Oder halt, du gehst halt diese Sterneleiste hoch. Es gibt einen roten Würfel, der wird dann dementsprechend eingesetzt. 6 Zweien oder. 6 Zweien, dann gibt es halt auf 3 Vieren, 4 Vieren und so weiter und so fort, bis irgendjemand sagt, nee, hör mal, glaube ich dir nicht mehr. Hoch die Tassen. Dann wird halt geguckt, wie das Ergebnis ist und die Differenz. Wenn es dann falsch ist, die Differenz an Würfel muss derjenige, der falsch geraten hat, halt abgeben. Die werden hier aufs Brett gelegt. Wenn es richtig sein sollte, müssen alle einen Würfel abgeben, bis auf derjenige, der recht hatte. Mhm. Das wird so lange gespielt, bis einer überbleibt. Ja, der gewinnt da quasi. Das ist ein netter Absacker. Ich finde es super und auch hier nochmal ganz kurz, nur mal für Augen fürs zu, Ohr. Kurz fürs Ohr. Klasse. Ja, wow. Klasse, ja. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Leute. Nee, es ist einfach nur einfach Bluff. Platz 4 beim Deutschen Spielepreis, also auch da zumindest in den Top 10 drin. Wirklich ein gutes Spiel. Spiele ich jederzeit mit. Würde ich auch selber sogar vorschlagen. Ja. Ja, genau. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ähnlich wie 1990. Das Spiel, was wir vorhin hatten, Adel verpflichtet. Modern Art ist ein Spiel. Das ist der erste Knizia, den wir haben jetzt. Ja, und dann von Rainer Knizia. Auch da. Hat er sich ein Prosecco aufgemacht damals, als er den ersten Weg gelandet hat. Ein Versteigerungsspiel. Also man hat hier oben diese Karten, die werden dann versteigert nach einem bestimmten Muster. Und man kann halt, ja, steht in der Anleitung halt drin, kreuz und quer steigern. Man kann den Preis vorgeben. Wie Martin jetzt so tut, als könnte er was über das Spiel sagen und hat gar keine Ahnung. Er hört sich aber gut an, oder? Ja, wenn du jetzt nicht dazwischen gefahren wärst, hätte jeder abgenommen. Genau. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das Spiel dann tatsächlich funktioniert. Aber vielleicht weiß es jemand besser. Das war also auch eins von denjenigen, total netter Typ, der mir das geschickt hat. Der hatte noch gefragt, was ich denn mit dem Spiel machen wollte. Und dann habe ich ihm halt erklärt, dass wir das so ein bisschen für eine Präsentation benötigen und dass das noch bei uns in der Sammlung fehlt. Aber auch nett, dass der noch gefragt hat, was hast du denn damit was vor? Was willst du mit dem Schrott? Ich hab's dann eigentlich, ich hätte niemals gedacht, nach 8 Monaten meldet sich uns einer Kauf. Ich zahle ja noch richtig für. Ich glaube, 5 Euro hat sie gekostet und 5 Euro Versand. Also von daher, alles gut. Ihr wisst jetzt, wie es geht, genau. Ja, Hans im Glück damals auch. Genau. Gut, aber auch Cover schrecklich, ne? Das ist auch kein Modern Art, das ist schon. Das ist fürchterlich. Ja, mhm. Ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Spiel des Jahres 1994, Manhattan. Und da kann Mika jetzt einiges zu sagen. Genau, Manhattan war ein Spiel, das wir auch relativ viel gespielt haben. Wir bauen halt Hochhäuser in Manhattan. Interessant an dem Spiel war halt die Karten, die jeder bekommt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele. 3, 4? Ja, 4, glaube ich. Genau. Und man muss halt diese Häuser genau dahin platzieren. Das heißt, wenn ich jetzt von der Seite spiele, muss ich mein Hochhaus hier hinsetzen, wenn einer dahin. Quasi von der Spielerseite, also von der da, wo man sitzt, da, wo man sitzt. Von wo man sitzt, muss man den Spielplan in Kartenrichtung quasi bespielen. Genau. Ja. Und dann wurde halt nachher geguckt, wer auf dem gesamten Spielfeld die meisten Türme hatte, wer den höchsten Turm hatte. Man musste halt immer gucken, genau was du da jetzt gebaut hast, dann. Wären die erlaubt gewesen, ne? Doch, aber ich muss dann. Der wäre nicht erlaubt gewesen. Dass man halt mindestens so viele Stockwerke baut, wie schon drin sind, ne? Wenn ich den anderen halt überbieten möchte, damit es wieder meiner wird. Ja, das Ganze. Dann werden die einzelnen Stadtteile abgerichtet, abgerechnet nach der Höhe. Der gesamte Plan wird abgerechnet nach der Höhe, wer da das höchste Gebäude hat und wer quasi von den Steinen oben farblich drauf ist und die Mehrheit in jedem Viertel hat. Genau. That's all. Und das macht man, glaube ich, über 3 oder 4 Runden und dann ist das Spiel zu Ende. Das ist nochmal neu aufgelegt. Genau, das ist letztes oder vorletztes Jahr nochmal wieder neu aufgelegt worden. Habt ihr viel gespielt auch? Haben wir viel gespielt, tatsächlich. Ja, tatsächlich, ja. Kann man an den Karten auch sehen.
Die sind doch ja, sie sind, aber haben sich gut gehalten von ja. der Qualität ja. her. Gestern die Karten von Ruinen von Arnhem in der Hand gehabt. Die sehen auf jeden Fall nach, so spät, ich kann nicht mehr rechnen, nach 26 Jahren werden die garantiert nicht so aussehen wie die hier. Wenn du es viel gespielt hast. Ist ja nach 26 Tagen dann schon so aus. Manhattan. Ja. Spiel des Jahres 1994. Ja. Auch Hans im Glück, ne? Richtig Erfolgssträhne. Auch Hans im Glück. Genau. Ja. Ja, dann kommen wir zum kleinen Kartenspiel vom Deutschen Spielepreis 1994. Sechs nimmt. Klassiker, kann Jutta vielleicht auch noch mal was zu sagen. Genau, würde ich heute auch jederzeit immer wieder mitspielen. Geht einfach darum, dass man seine Karten oder nach am Ende des Spieles möglichst wenig Hornochsen gesammelt hat. Es werden vier Karten ausgelegt. Danach muss man aufsteigend anlegen. Wenn die fünfte Karte, die fünfte glaube ich, ne? Wenn man die sechste, nee, die sechste, die sechste, sechste, sechste nimmt. Die sechste nimmt, Spiel, genau, die sechste nimmt. Weil man die dann anlegen muss, halt, muss man den ganzen Rotz einsammeln und die sechste Karte ist dann wieder die, die Anfangskarte. Ich kann aber auch schon vorher, wenn ich möchte, eine höhere Karte dranlegen. Niedrigere oder eine niedrigere Karte, um den Stapel abzuräumen, genau, um weniger Hornochsen zu nehmen. Und also ja, das ist ein Spiel, wo man wirklich ja, auch mal eben auf den Tisch bringen kann, relativ wenig Regeln. Und genau, sieht man ja hier. Wäre eigentlich eher so, denke ich mal, damals wahrscheinlich Spiel des Jahres mäßig, dass das ein beim Deutschen Spielepreis dann gewonnen hat, spricht vielleicht für die Zeit, dass damals auch noch eher die seichteren Spiele häufiger auf Platz 1 gewesen sind. Aber okay, ist ein Kramer, glaube ich, ne? Wo steht er? Hier oben ist er normalerweise, ja. Oder? Ach, von Wolfgang Kramer, ja, ja. Tatsächlich. Kramer. Ich habe das selber zu Hause, ich finde das super. Also ja. Ich finde es echt super, eben weil es so schnell gezockt ist und auch mit Kindern ganz gut, um ein bisschen rechnen zu lernen. So kann ich gucken, welche Zahl ist jetzt näher dran an der anderen und so weiter. Und du kannst ja auch, wie gesagt, was Martin sagt, ein bisschen taktieren. Lieber direkt eine kurze, weil die wird dann in Initiative-Reihenfolge von klein nach groß, darf man die auch halt eben erst anlegen. Und wenn du dann zu hoch pokerst, musst du die da anlegen. Immer wo die niedrigste Differenz ist, an dem Kartenstand musst du anlegen. Und wenn du dann die sechste hast, dann zimmerst du die Dinger rein und im Zweifelsfall hat dann noch einer fünf Hornochsen da reingelegt und so weiter. Netterweise, genau, die musst du auch alle mitnehmen. Ja. Ja, schnell gespielt, kannst du auch gut noch eine Runde dranhängen. Ja. Gibt es auch als Brettspiel? Ja, glaube auch. Oh, es war ja auch mal so ein Ding, dass so kleine Kartenspiele. 10 Brettspiele. Ja, das Brettspiel ja aber das kannst du ja in Tonne treten. Gut, dann kommen wir zu dem Spiel, was, glaube ich, Klaus Teuber dann dazu veranlasst hat, irgendwann seinen Job aufzugeben. Siedler von Catan, heute nur Catan noch, Spiel des Jahres 95 und Deutscher Spielepreis 1995. Ich glaube, dass wir zu dem Spiel nicht allzu viel sagen müssen. Wir haben es tatsächlich gar nicht so viel gespielt, weil es ja erst ab 3 Spielern ist. Wir haben es letztes Jahr im Regalbesuch schon mal gesagt. Wir haben die Siedler von Catan, das Kartenspiel, komplett runtergerockt, gespielt ohne Ende, vom Spielgefühl her ähnlich, relativ schnell aber gespielt. Hier ist es ja tatsächlich so, dass bei dem Spiel oftmals, ich kriege die Rohstoffe nicht. Zu viel Glück. Ich, es ist einfach, es ist total viel Glück und Randomness. Und der Räuber ist unterwegs. Würde heute nicht mal mehr ein Butterbrot gewinnen. Nee, wahrscheinlich nicht. Niemals. Ja. Ist aber Meilenstein gewesen vor 25 Jahren. Und das ist auch vielen Leuten ein Begriff. Also ja. die nur Monopoly und Mensch Ärger, die kennen ja, definitiv. Klar, kannst du bei Tinder schreibst du hier Spielbrett, was spielst du denn? Sieht doch auch gerade da. Das ist einfach vielen Leuten. Ja, und man muss halt sagen, dieses Catan ist eine Marke, ist sicherlich ein Glücksgriff auch für Kosmos. Wir werden es nachher noch bei anderen Spielen sehen für Verlage. Da kann ich dann halt auch mal vielleicht 1 oder 2 Jahre wirklich einen Griff ins Klo machen mit meinen Spielen. Das verkauft sich. Heute noch. Genau, das verkauft sich. Da habe ich jede Menge Erweiterungen gehabt. Ich habe ein eigenständiges Spiel gehabt, wie die Sternfahrer von Catan. Ist ja im letzten Jahr nochmal neu aufgelegt worden. Preislich auch das alte Spiel total durch die Decke gegangen. Obwohl die Plastikraumschiffe halt alle irgendwie einen Stoff drin hatten. Das alle Weichmacher sind. Raus gewesen. Dann bei uns sind die, du kannst keine Rakete mehr anbringen. Wir haben das Spiel. Vom Spielprinzip war es ja fast das Gleiche. Ne? Im Weltall halt ein bisschen anders. Ja, du hast ein bisschen so einen Schüttelmechanismus noch gehabt, wo unten die aus der Rakete rauskam. Ja. Ne, das ist eine Rakete halt vor dir stehen, wo du auch aufpimpen konntest. Ne? Du hattest halt keine Städte, sondern du hast halt diese Raumstationen gehabt, die hast du dann aufgepimpt mit.
Also wir sind ja eigentlich gar keine Miniaturenschubser, aber im Grunde genommen, da hast du dann tatsächlich mal auch vom Thema her so ein bisschen, du hast Raumstationen gebaut, du hast die aufgebaut, du hast diese fette Rakete auf dem Tisch gehabt. Und konntest die aufpimpen. Ja, ja. Also dann waren Siedler von Catan, wo ich dann sage, boah, besser als zumindest als dieses. Ist kein schlechtes Spiel, ist sicherlich auch ein Spiel, wer glückslastige Spiele mag, kommt da auch gut mit zurecht, auch mit dem Tauschen, aber... Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wenn einer zum Beispiel keinen Tauschhandel machen will und du kommst an Holz nicht dran, dann kannst du... Du hast eine beknackte Zahl. Dann kannst du deine Straße nicht bauen oder sonst irgendwas. 12, ne? Der Thomas hat es auch letztens so schön gesagt, wenn du nur Wolle hast, dann hast du nur Wolle. Ja. So, dann und das war... Und auch hier ab 3 Spieler erst, ne? Genau. Ja, ab 3 Spieler. Da musst du für 2 Spieler auf das Kartenspiel quasi zurückgreifen, weil ab 3 Spieler, die musst du halt eben dann auch... Und die hatten wir zu dem Zeitpunkt, hatten wir die Mitspieler in der Hand nicht. Ja, deswegen haben wir von Siedler von Catan auch nur noch die Ergänzung in Holz für 5 bis 6 Spieler und das war's. Wenn man keine 3 Spieler hat, dann holt man sich die für 5 und 6 Spieler noch und spielt dann einfach das Kartenspiel rund. Recht hat man, ne? Absolut. Ja, 1996 haben wir wieder eine Doppelung. Und zwar Spiel des Jahres El Grande und auch Deutscher Spielepreis auf Platz 1. Im Grunde genommen Area Control Spiel. Wir haben einmal die spanische Landkarte. Auch Klassiker, ne? Das Ding. Also es tatsächlich absolut. Verkauft sich auch heute noch in der Big Box mit diversen Erweiterungen und so weiter. Hier noch später als Pappe, ne? Hier wir haben heute auch noch lernen Holzturm. Genau. Wir haben halt Karten auf der Hand, jeder hat einen bestimmten Satz und ich glaube, da sind, ich meine, 12 Karten drin. Je höher die Karte ist, desto früher bin ich dran, desto weniger Caballeros bekomme ich zum Einsetzen auf dem Feld. Ich habe dann die Möglichkeit, auch noch immer ins Kastil Sachen zu schmeißen, bevor eine Wertung kommt, wenn du das mal einmal umdrehst. Ich habe so Kopf wie nach der dritten, nach der sechsten und nach der Schlussrunde gibt es halt eine Wertung. Dann stelle ich nochmal die Scheiben geheim ein, um nochmal aus dem Kastil, nachdem es gewertet wurde, aufs Feld Sachen zu bringen. Und je nachdem, wer die höchste den Wert hat, bekommt halt dementsprechend die Siegpunkte. Wer am Ende die meisten Siegpunkte hat, hat das Spiel gewonnen. Dann gibt es dann halt nochmal eine Ergänzung. König und Integrant. Der König, da wo der König steht, da kriegt man besonders viele Punkte. Genau, da kriegt man besonders viele Punkte, ganz genau. Haben wir damals durchaus häufig gespielt. Wir haben es letztes Jahr vorm Regalbesuch, weil ich es, glaube ich, auch mit drin hatte im Video, weil es so das erste Spiel war, was ein bisschen in diese Richtung gegangen ist mit Mehrheiten in Gebieten. Hattest du es mit letztes Jahr mit drin? Ich weiß es nicht genau. Oder? Falls wir ja. Wir haben es auf jeden Fall vorher nochmal ausprobiert. Ja, dann habe ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich jetzt aber noch nicht gespielt damals. Oder kurz danach oder vielleicht kurz. Ich wir haben es danach nochmal gespielt. Wir haben es danach nochmal gespielt mit einem Freund. War ganz gut, aber. Ja, wenn man sagt, jetzt im Zuge dieser Geschichte, dass wir überall nochmal drin rumgekramt haben, packen wir es nochmal auf den Tisch und dabei ist es aber auch geblieben. Für ein Spiel des Jahres, meiner Meinung nach, ich glaube in dem gesamten Ding mit das Komplexeste, glaube ich, weil als wir es gezockt haben, du hast ja diese Karten, von denen der Martin halt eben gesprochen hatte, mit der Initiative-Reihenfolge, die noch verschiedene Möglichkeiten gibt, du darfst Caballeros bewegen, dann darfst du welche rekrutieren, dann darfst du weniger rekrutieren, welche ins Castello schmeißen und keine Ahnung. Ist nie so richtig ersichtlich für mich gewesen in der Erstpartie so, was ist jetzt der beste Zug, das quasi zu machen? Und wenn man das dann mal vergleicht mit einem Bluff, sage ich jetzt mal, da sieht man schon, dass es sich eigentlich schon abzeichnen musste, dass irgendwann nochmal ein alternativer Preis für eine verschiedene Spielekategorie, wie ich den kenne, kommen musste. Weil ich glaube auch, wenn ich jetzt darüber gucke, ja gut, bei dem einen dann nicht, aber ansonsten bleibt das so, glaube ich, das nicht auf fast das Niveau. Diebste, ne? Ja, das ist ne? Fast. Zumindest in den ersten Jahren auf jeden Fall. Und genau was du sagst, man ist ja nicht umsonst hingegangen, das werdet ihr dann im zweiten Teil auch sehen, dass man irgendwann in 2010 schon mal hingegangen ist und hat dieses Spiel des Jahres Plus genommen und ab 2011 halt ein Kennerspiel. Weil ich glaube, die Jury hatte auch einfach das Problem zu schauen, welches Spiel kann ich noch irgendwo für Familien unterbringen und welches Spiel ist eigentlich schon so kompliziert,
dass es von denen halt nicht mehr gespielt wird. Und wenn man überlegt, dass dieses Spiel des Jahres ja auch von so vielen Leuten auch gekauft wird, die einfach blind sagen, ich kaufe und verschenke ein Spiel zu Weihnachten. Und wenn er den Preis hat, muss es ja gut sein. Ja, da muss es, wenn es den Preis hat, muss es gut sein. Wenn ich aber eine El Grande verschenke, die vorher Monopoly oder wie auch immer, da kann niemand was mit anfangen. Was mit anfangen. Das ist einfach zu schwer. Ich meine, die sind mutig gewesen, damals diese Spiele auch auszuzeichnen. Aber da hat man ja auch gesehen, das waren auch mit Sicherheit Jurymitglieder, die auf einem ganz anderen Niveau dann auch gespielt haben und gesagt haben, okay, das kann auch für andere was sein, aber wir sind jetzt 25 Jahre noch zurück und das ist ja auch eine lange Zeit. Ne? Der Martin hat gesagt, dass ihr alle mittlerweile nur noch Pictures spielt. Das hat nicht der Digger gesagt, bevor ihr gleich wieder einen Aufschrei gibt, liebe Leute. Ja, lass mal weitermachen. Wir bleiben dann lieber im Kenner- und Expertenbereich hier unter uns. Ne? Spiel des Jahres 1997 war Mississippi Queen. Gold-Sieber-Spiele, sagt mir gar nichts. Tatsächlich. Ja, da haben wir einige gefunden. Letzten Jahr auch Kickstarter wieder neu aufgelegt worden mit der Erweiterung The Black Rose. Verstanden habe ich es nicht. Es muss halt jemand wohl gesagt haben, das Spiel ist einfach so toll, dass wir da mal nochmal eine Neuauflage von machen. Es ist relativ einfach. Also wir haben alle diese Schaufelraddampfer. Die sind aber cool, dass wenn ihr seid mit diesen Dingern cool, so einschließt. Genau. Schlecht gemacht. Ja. Also wir haben die Schaufelraddampfer mit anfänglich 6 Kohle hat jeder und unser Rad zum Bewegen steht auf der 1. Und ich kann mich halt mit dem Schaufelraddampfer auf diesen Feldern um ein Feld bewegen. Ich muss halt sehen, dass ich im Grundspiel noch nicht, aber man sollte, wenn dann sowieso das normale Spiel spielen, diese Passagiere aufnehme. Wir legen diese Platten nach einem bestimmten Mechanismus. Wenn man halt ein Schiff vorne an so eine Platte drankommt, wird der Würfel gewürfelt und ich würfel dann halt nach links, rechts, geradeaus, werden die Plättchen dann wieder drangelegt. Wenn ich natürlich Pech habe und bin mit meinem Schiff gerade hier links oben und die Platte geht da weiter, anstatt da oben weiter, muss ich halt relativ weit fahren. Ja, und dann bist du auf Null, will ich weiterfahren oder will ich abbremsen und das erfordert mehr als eine Radumdrehung, kann ich eine Kohle zum Bremsen oder zum Schnellerfahren ausgeben. Das Problem ist nur, ich habe tatsächlich im gesamten Spiel nur 6 zur Verfügung. Muss ich meine 6. Kohle verbrauchen, bin ich raus aus dem Spiel. Wenn ich also Pech habe, bin ich nach einer halben Stunde nicht mehr dabei. Einmal schön die Reifen heizen, ja, und dann genau, das dann war's zu. Und das war's. Klassisches Rennspiel, zügig gespielt. Wer Spaß an solchen Spielen hat, ja. Aber das ist schon ganz im Ernst. Wofür eine Neuauflage? Auch das Player Elimination bei so einem Spiel, was sich auch verhältnismäßig langsam anhört, ne, vom Play her so. Warum braucht man das? Oder wer will das? Wer interessiert sich das zu kaufen? Zumal du ja auch das hier, wenn du das wirklich spielen willst, dann gönnst du es dir für einen Fünfer bei eBay Kleinanzeigen, weil es auch Spiel des Jahres halt. Genau. Und Black Rose dabei vielleicht auch. Ja, aber das machen nicht die heute damit einsteigen, weil die kennen es nicht von vornherein. Ja, die da einsteigen, die denken jetzt, oh, das ist was Geiles, geiler Kickstarter, dann kommt dieses Ranzteil da. Ja, genau. Das gab es aber vor 23 Jahren auch schon. Ja. Ja, ist die Frage, ob man die Regeln nochmal verändert hat, aber was soll man da viel dran machen? Also letztendlich. Vielleicht hat man ein bisschen Kohle mehr. Deluxe-Schiffe vielleicht, dass sie noch ein bisschen besser aussehen. Ja. Mississippi Queen von Werner Rodel, weg damit. Dann kommen wir zu Löwenherz, auch wieder ein Spiel von Klaus Teuber. Auch Goldsieber. Auch Goldsieber. Ja. Und Deutscher Spielepreis 1997. Das Interessante an diesem Spiel ist halt, dass ich im Grunde genommen modularen Aufbau habe. Ich habe also nur den Rahmen und die Plättchen werden dann halt reingelegt. Das sind diese Plättchen hier. Und ich muss halt sehen, dass ich mit meinen Rittern und mit meinen Befestigungstürmen versuche, die Mehrheiten hier in diesen Gebieten zu erringen. Ja, man merkt aber, Plastik war richtig modern damals. Ja, man wollte weg von Holz und modern, das sollte modern wirken. Haben wir nachher beim Siedler von Catan auch gemacht und deswegen sind ja die Holzvarianten heute relativ teuer und auch schwer zu bekommen. Ne? Mhm. Und weil man ja nachher auf Plastik gegangen ist. Also wertiger sind sicherlich die Goldsachen. Viel mehr kann ich zum Spiel nicht sagen, weil wir haben es tatsächlich auch nicht viel gespielt. Was vielleicht noch interessant ist, zumindest steht es in, ich glaube, in Wikipedia, müsst ihr mal nachschauen, dass Klaus Teuber halt gesagt hat, rund um Siedler von Catan
ist dieses Spiel und noch ein Spiel abgefallen. Er wollte die Mechaniken halt, die er für Siedler von Catan auch hier mit reinbringen wollte oder umgekehrt, hat er gesagt, nee, da bleiben zwei Spiele über und hat da insgesamt, glaube ich, drei Spiele von gemacht. Es muss damals dieses hier nicht ganz so schlecht gewesen sein, sonst hätte es den deutschen Spielepreis nicht gewonnen, aber ich könnte heute nicht mehr genau sagen, wie es funktioniert. Wir haben die Spiele auch tatsächlich ziemlich weit hinten im Regal stehen, also die werden auch die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht mehr angefangen. Klaus Teuber, der alte 90er-Jahre-Spiele-Baba, da fällt mal eben so ein DSP-Game ab, wenn er mal so ein bisschen so die trockenen Krusten vom Siedler kommt, Katan so weg, oben. Bleibt ein bisschen über. Ja, Löwenherz. Ja. Dann kommen wir zum Jahrgang 1998. Da haben wir wieder ähnlich viel um Reifenbreite. Ich glaube, von den Spielen von der Sorte hatten wir schon ein paar. Elfenland. Rennspiel hat sich bis heute gehalten auch. Also es ist genau immer noch zeitloses Ding für viele Leute. Es gibt noch eine Elfen-Gold-Erweiterung dazu. Wenn du den Karton noch dabei hast und hast das Spiel noch, ist tatsächlich auch ein bisschen was wert. Wir haben es jetzt hier mit rein, aber den Karton habe ich tatsächlich nicht weggeschmissen. Den gibt es auch noch. Wir haben alle hier unsere tollen Stiefel, unsere Elfenstiefel. Und wir müssen halt mit... War das schon immer gang und gäbe, dass es noch Erweiterungen zu Spielen gegeben hat? Nicht. Also nee, das war nicht so wie heute, nicht, ne, oder? Nein, eigentlich fast ganz selten. Ich glaube, wenn sich ein Spiel richtig gut verkauft hat, ja, zu Siedler von Catan gab es nachher auch schon relativ schnell Erweiterungen. Ne? Hier hat Inlay auch, Jet und Mutter, Inlay mit drin, genau. Man hat halt hier so random legte man so kleine Kärtchen auf die Straßen. Und man musste halt mit den Karten dann auf jeden Fall konnte man nur Straßen überqueren, die zum Beispiel auch dieses, was ist das, ein Segelauto oder Boot oder wie es war, muss man überqueren. Und man muss mit den Karten, durfte man nur über diese Landschaftsteile laufen. Also hier zum Beispiel mit der Karte konnte ich keine Wüste überqueren. Wer im Grunde genommen auf jedem Feld, in jeder Stadt stehen die persönlichen Pöppel. Und man musste die halt einsammeln. Über den Fluss konnte man ein bisschen schneller zu manchen Städten hinkommen. Man konnte auch hin und her springen. Mitspieler durften die Plättchen auch nutzen. Man konnte auch zur Strafe nochmal ein zweites Plättchen reinlegen, dass dann der Nächste da nicht wieder rüberkommen konnte. Ja, ich glaube, verkauft sich heute immer noch ganz gut. Pickup and Delivery, ja. Handmanagement. So. Genau. Da wurden so die ersten Mechanismen miteinander verwoben. Genau. Einfach, ne? Ja. Ich glaube, damals ein richtig gutes Spiel, wird heute bei vielen Leuten auch noch Spaß machen, für uns nicht mehr. Nee. Aber nice to have, sagen wir halt eben. Genau. Ja. Elfenland. Mhm. Das war Spiel des Jahres 98. Das war Spiel des Jahres 98. Jetzt kommt ein Zivilisationsspiel. Das erste Zivilisationsspiel. Und? Genau. Ich glaube, es wird das einzige bleiben. Ja, glaube ich auch. Das heißt, es ist ein einziges Zivilisationsspiel. Hat es überhaupt mal deutsche Spielepreis oder bis ganz oben geschafft? Ja. Ist halt. Ist auch ein echter Rainer? Ja, ist ein Rainer Knizia. Elfenland, vielleicht nochmal zur Information, war in dem Jahr auf Platz 3. Wir haben nicht die Originalversion, wir haben es uns irgendwann später gekauft. Das ist, glaube ich, bei verschiedenen Verlagen nochmal neu aufgelegt worden. Du musst halt bei dem Spiel, und ich kann da wirklich nicht mehr so viel zu sagen, halt in allen Bereichen relativ gleich gut sein. Im Ausbau deines Militärs, im Handel etc., sodass du deine Zivilisation recht gleich aufbaust, weil, wenn ich richtig noch informiert bin, hat derjenige immer die Gebiete gewonnen oder insgesamt das Spiel gewonnen, der in seinem schlechtesten Gebiet der Beste war, also von allen im Grunde genommen. Also nicht, wenn ich irgendwas total super ausgebaut habe, dass ich da auch komplett mit vorne war und um Längen das Ganze gewonnen habe. Nein, ich musste ziemlich ausgeglichen das Ganze machen. Ich glaube, ich kann auch nicht mehr zu viel sagen. Ich habe da auch abgeschaltet. Sergio hat da, glaube ich, eine halbe Stunde im Podcast drüber geredet und Chris hat es danach sogar gekauft, okay. Tatsächlich dann auch gekauft. Ich glaube, er hat es mittlerweile auch gespielt, aber ich weiß, ich kann ja nichts mehr dazu Podcast sagen. Mal so nochmal, also möchte sich nochmal wiederholen. Wir wissen es nicht mehr. Kleine Kuhhandelerklärung gefällt. Ja. Euphrat Tigris.
Ja, dann zum Spiel des Jahres 1999. Kann Jutta bestimmt wieder was zu erzählen. Bestimmt, Tikal ist tatsächlich nochmal eben angelegt. Genau, Tikal ist gleichzeitig auch Gewinner des Deutschen Spielepreises gewesen. Also hat also ein kurzer Jahrgang. Beide Preise abgeräumt, genau. Und ich glaube auch wieder ein Kramer. Ja. Kiesling Kramer. Kramer Kiesling. Ja. Ich habe es in die Tage wirklich nochmal reingezogen, weil wir haben es relativ viel gespielt, ja. Als wir es gekauft haben. Wir sind Archäologen im Urwald in Guatemala. Also der Spielplan ist jetzt nicht besonders spannend. Der ist eigentlich nur dunkelgrün und hat so ein paar, Hextiles, ja. Ein paar Vulkane und halt ein Basiscamp, wo man halt losläuft. Man hat pro Zug immer 10 Aktionspunkte, das steht hier eigentlich auf diesen Karten ja auch ganz schön drauf, die man halt ausgeben kann. Man kann halt ein neues Camp bauen, kann man hier oben sehen, man kann über diese Steine laufen. Also gibt es dann Variablen, einfach wenn du dran bist, dann 10 Punkte aus. Du kannst so lange spielen, Du gibst jetzt 5 Punkte aus und baust ein Camp, genau. Dann tauschst du zwei Plättchen aus für 3 und dann kannst du nochmal so ein eckiges Plättchen dir mit der Schaufel ausgraben und dann hast du 10 Punkte und das ist ja quasi der nächste. Dann ist der nächste dran, genau. Und es gibt halt Karten, wo man halt über diese Steine laufen muss, damit man startet ja hier am Basiscamp, ja. Damit du halt weiter vorankommst und damit du nicht immer von ganz hinten wieder loslaufen musst, kannst du halt noch ein zweites Camp bauen. Dann werden halt Tempel ausgehoben, beziehungsweise Schätze, Tempel freigelegt und Schätze ausgehoben. Da gibt es dementsprechend Punkte für. Klingt aber so, als könnte man das heute auch noch gut spielen. Weil, ja, ich glaube auch. Ich würde gerne nochmal ausprobieren. Ne, ja, aber ich habe es in guter Erinnerung. Ja, auch alles Holzzeug, diverses Ding ist bei. Und 100% sprachneutral. Ja. Regeln auch nicht so gut, aber das ist aber für so ein. Hat schon, achso, ist alles in 50 Sprachen. Ihr braucht 13. Nee, das hat sich jetzt relativ schnell weggelesen. Aber ich würde es gerne, glaube ich, gerne nochmal wieder auspacken. Ja, ist vielleicht nochmal für diese Tage, wenn wir die Neuheitenflut hinter uns haben, können wir es nochmal auspacken. Also hatten wir nicht beim letzten Mal auf so einem Wegschrotstapel für die Feuertonne, die hier noch gemacht hat, den lege ich dann auf den Must-Play-Stapel jetzt hier, nämlich rüber. Direkt zum Sherlock Holmes Kriminalkabinett. Ja, obwohl da gibt es mit Sicherheit Leute dafür, die das Spiel, aber auch diese Sherlock Holmes, wo du nochmal drauf zurückkommen, die würden das spielen. Ne? Ja, sicher. Ich würde das auch spielen. Es liegt ja auf dem Must-Play-Stapel. Auch in guter Erinnerung habt, dass wir das halt viel gespielt haben, genau. Was du von anderen Spielen ja nicht unbedingt sagen kannst. So, dann sind wir im Jahr 2000. Boah, auch Leute, jetzt ganz im Ernst, guck, geh mal her. Wieder FX. Guckt euch bitte hier, gehst du dran vorbei auch. Also bleibst stehen, guckst auch nicht, du gehst dran vorbei, gehst dran vorbei. Ganz im Ernst, Torres, wir sind Spiel des Jahres. 2000. Auch Bunga Bunga Verlag. Ja. Wir haben, und wenn man das aussieht, komplett. Ja, komm, pack ein. Einfach nur orange. Wir sind am Schloss des Königs und. Nee, klar. Wir haben dann im Grunde genommen nach einem bestimmten Mechanismus bauen wir an unserem Schloss bzw. an Schlossstufen. Wir dürfen dann halt mit manchen Karten durchaus zwei springen. Mit manchen darfst du halt immer oder normalerweise darfst du immer nur eine Ebene gehen. Und du gehst dann über verschiedene Ebenen bis nach oben. Du darfst die Ebene dann nicht besetzen, also musst du dann halt gucken, dass du irgendwie wieder anders baust. Dann natürlich wieder höher. Dass du drei höher kommst, dann kann man durch diese quasi Säulentunnel kann man auch durchlaufen, dass man von der Seite zu der Seite kommen kann. Es gibt bestimmte Karten, die erlauben dir halt direkt aus dem Dreier zu springen. Dann werden die Gebiete nach einem bestimmten Muster halt abgerechnet. Der am höchsten steht, bekommt die meisten Punkte. Ich glaube, das geht immer so. Grundfläche, das wäre in diesem Fall, also wenn ich jetzt mit dem blauen hier oben drauf stehe, die Grundfläche wäre 3. Mal die Höhe 3, würde ich halt 90 Punkte bekommen. Und wenn der noch im Gebiet des Königs steht, dann gibt es irgendwie noch 2 oder 5 Sonderpunkte dabei, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Letztendlich mit den Steinen ein ganz nettes Bauspiel, aber ja, auch irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und, ganz im Ernst, also abstrakter geht es ja gar nicht. Was war das? Das war jetzt Deutscher Spielepreis? Nee, das war Spiel des Jahres. Spiel des Jahres. 2000. Schlecht. 2000 auch, ey. Dann, ja. Wenn ich mir so einige Sachen hier schon da gewesen sind, so. Oh. Ist auch schwach, ne? Schwaches Spiel eigentlich, ja. Ne? So schwaches Spiel. Ja.
Deutscher Spielepreis 2000 war Taj Mahal. Taj Mahal ist ein Spiel, das wir jetzt auch von diesen drei Spielen nicht hatten, uns nachgekauft haben. Die Alea Nummer 3. Genau, Alea Nummer 3, wie einige Spiele auch schon vorher, wieder mit Area Control, also mit Gebietskontrolle. Du hast hier so bestimmte Gebiete, wo du überall vertreten sein musst. Und du kannst dann halt deine Spielerfarbe Paläste errichten. Und dann gibt es irgendwie noch so einen Ring dabei. Die sind dann noch ein bisschen wertiger. Es gibt halt Punkte in diesen Gebieten, die du dann dadurch bekommen hast, indem du halt die Mehrheit an Palästen drumherum hast. Ich habe es nur angelesen, ob es was bringt, ob es überhaupt was ist. Also derjenige, der es uns verkauft hat, die Sachen waren tatsächlich noch in Folie. Wir haben es nie gespielt. Also früher war nicht alles besser. Das heißt immer so. Ja, ich glaube auch, dass der eine oder andere mit so Spielregeln völlig überfordert war. Ne? Du machst so ein Spiel auf und guckst dir deine Spielregeln an. Dann ist ja natürlich nicht unbedingt das meiste, aber wenn du mal so 8 oder 10 Seiten hast, da musst du dich da auch erstmal durchkämpfen. Ne? Wenn du da nichts mehr zu tun hast, dann denke ich mal, hat der eine oder andere auch gesagt, schon schwierig. Deckel drauf, warte, bis Martin kommt und es kauft. Ja. Ja. Ja, irgendwo kommt immer Martin her. Ja. Auch hier ab 3 Spieler. Genau. Ja. Ja. Ich wusste auch gar nicht, dass die Alea-Dinger durchnummeriert sind, tatsächlich. Ja. Die Rainer-Knizia-Reihe Nummer 3. Ja, tatsächlich. Ja. Cover. So, das dann Cover hier, Leute. Hier, erst mit A und dann R hier. Fertig, genau. Wir kommen zum Spiel des Jahres 2001, gleichzeitig auch Deutscher Spielepreis. Im Grunde genommen ein Klassiker-Legespiel. Kennt jeder Carcassonne. Das, was für Cosmos Siedler von Catan ist, oder heute Catan ist, ist sicherlich für Hans im Glück Carcassonne. Tausende Erweiterungen. Jeder kennt fast das Spiel, man zieht halt ein Plättchen, legt es nach den bekannten Regeln an. Ich kann es auf ein Gebiet setzen, ich kann es auf eine Straße setzen, oder ich kann es in einer Burg setzen, oder ich kann halt als Bauer auf dem Acker liegen oder auf der Wiese liegen. Und bekommen jedes Mal Siegpunkte für abgeschlossene Plättchen. Kennt, denke ich mal, jeder. Ist halt, ich weiß nicht, ob sie eierlegende Wolkenminister ist für Hans im Glück, aber ist halt ein Spiel. Ja, also durchaus möglich. Also ist auf jeden Fall ein starkes Zugpferd für Hans im Glück. Ja. Und natürlich kommt immer wieder Erweiterungen, um da noch ein bisschen die Kohle abzugreifen. Man muss auch dazu sagen, es macht ja auch einen guten Job. Ich habe schon öfter gehört, dass Carcassonne so das Einstiegsspiel gewesen ist, um dann später noch tiefer in den Kennerbereich oder überhaupt mal sich in den Kennerbereich vorzuwagen. Mhm. Von daher Carcassonne. Ja. Ja, dann sind wir im Jahr 2002. Mhm. Wir müssen ein bisschen lang machen. Oh, wir machen nur noch 3 Jahre quasi. Dann sind wir haben noch 3 Jahre, dann sind wir mit Teil 1 durch. Im Jahr 2002, Spiel des Jahres Villa Paletti. Da kann Jutta vielleicht ein bisschen was zu sagen. Das erste Zochspiel, glaube ich. Genau, kommt noch mal Zoch. Das erste Bauspiel. In dem Sinne. Leute, ich gucke die ganze Zeit hier nur so rum, hier liegt alles voller Spiele. Alles liegt hier voller Spiele. Ganze Bude leer geräumt, Möbel gerückt. Man denkt, hier liegt alles voller Spiele und dann gehst du nach oben und da liegt alles voller Spiele. Worum geht's? Jeder kriegt halt eine Farbe hier an Säulen. Es gibt unterschiedliche dicke, dünne, eckige gibt es auch noch. Die werden alle hier unten aufs Brett gesetzt. Ja, ein bisschen geschickt sollte man schon sein. Dann kommt halt eine Platte drauf. Und man muss versuchen, seine Säulen, ich habe jetzt einen Teil aufgebaut, genau von unten nach oben zu setzen. Man müsste immer auf die höchste, wäre jetzt hier noch eine, dann müsstest du wirklich von ganz unten nach ganz oben setzen. Ziel des Spiels ist natürlich, möglichst viele von seinen Säulen mit nach oben hinzunehmen. Wer das ganze Ding abkracht, der hat natürlich verloren. Sollte es gelingen, dass man den Turm wirklich fertig kriegt, dann haben diese Säulen unterschiedliche Wertigkeiten. Da wird halt geguckt, wer ganz oben ist, welche Säulen noch vorhanden sind, und der hat dann halt gewonnen. Aber meistens stürzt der Teil irgendwann ein. Logen. Ja. Und auch hier nochmal, auch einfach später nochmal kopiert, überarbeitet mit Menara, noch ein bisschen mit die Regel ein bisschen anders halt eben zurechtgezimmert und so weiter und so fort. Ja. Aber hat dem ganz viel, ja. Glaube ich, kannst du aber heute auch noch verkaufen an die richtige Zielgruppe.
Das ja ganz interessant. Wenn ich es mit in die Schule nehmen würde, da hätte ich. Nein, würden die auch damit. Ja. Würden die auch die haben Spaß daran. Die spielen ja alles mit, ja, was ja ich mitbringe. Ja, ja. Ja, aber da hätten die 100% richtig aber Spaß dran. Da kannst du jetzt auch nicht mehr viel zu erklären und zeigen. Total, ja. Das war es. Ja, das war es. Ja, ist so. Ja, ja, ist einfach dieses Anfassen. Haptik, Bauchplätze, keine Ahnung. Ich habe als Kind super gerne Bauchplätze. Die Spannung ist auch da. Und gucken, kracht dieses Ding jetzt ein? Habe ich das von unten nach oben zu legen? Ich finde, das ist ein typisches Kinderspiel auch, ein Familienspiel, ja. Ja, und da muss man einfach sagen, auch Zielgruppe erreicht. Zielgruppe ja sicherlich erreicht ja bei Familien. Und da dann auch mal den Mut gehabt, ein anderes Spiel zu nehmen, als all die Jahre zuvor, dass ich immer wieder zum Beispiel ein Rennspiel genommen habe oder das nur irgendwie ein bisschen modifiziert habe. Ne? Und ich sag's euch so, wie es ist, so wie sich das für mich hier gerade anschaut, ist das auch mit eins der ersten Spiele, wo tatsächlich mal ein ausländischer Autor, hier sind fast nur deutsche Autoren tatsächlich dabei gewesen, und hier ist Bill Payne. Ne? Also muss man, da hat sich das dann auch schon so ein bisschen internationalisiert, wo man dann auch mal ins Ausland geguckt hat, was es für Spiele oder gute Sachen irgendwie gibt, so nehme ich mal an, ne? Und dann einfach ein paar Sachen eingekauft. Ja, wenn man überlegt, so die Jahre vorher, Kramer, Kiesling, Seifert, Knizia, Täuber, Randodel. Genau, ja. Ja. Villa Paletti. Villa Paletti, so im gleichen Jahr, 2002, war es Deutscher Spielepreis, hatten wir Puerto Rico. Von wem ist das Seifert jetzt? Andreas Seifert, jetzt habe ich auch wieder Deutscher gemacht. Egal. Spielt auch keine Rolle. Auch da wieder Alea Nummer 7 ist es gewesen. Und die hatten ja, also wenn man das von Kamera sieht, auch bei Taj Mahal, alle hier dieses blöde und dann an der fertig Seite noch. Ein Bild drauf vorne, Bild fertig. Und an der Seite noch irgendwie so ein Kollegen dabei. Ja. Ne? Ja, das ist aber wahrscheinlich, weil du das ja dann hier hin wegen der Reihe. Ja, okay, dann passt es. Ja, guck dann mal hier, seht ihr das? Ja, dann passt es. Ich glaube, das bildet tatsächlich, wenn du alle hast, so ein Diorama, weißt du? Ja. Ah, okay. Dann, ja, ne, das ist dann ein komplettes Diorama-Bild. Hier fehlen jetzt vier. Das ist 3 und 7. Ja, das muss ja so rum sein. Und ich glaube, dann hast du die ganzen Peoples und kannst dann anhand der Peoples das richtige Spiel direkt, direkt rausziehen. Okay, so. Ja, ne, auch hier oben mit der Banderole hier. Ich meine, das passt alles schon ganz gut zusammen. Ja, Puerto Rico, mal wieder ein paar Sklaven verschiffen. Was, Leute? Ja, so ungefähr. Ein bisschen Handel, ein bisschen, ich baue, glaube ich, irgendwie ein paar Sachen. Also letztendlich auch ewig nicht mehr gespielt. Spielt es auch nie mehr, sag ich dir so. Wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Spielt es nicht. Ist getestet. Daniels Einstiegsspiel in die Experten-Kenner-Spielwelt gewesen. Auch hinlänglich schon drüber gesprochen. Ich habe es beim Ben damals getestet und gezockt, weil er sagt, das wäre auch eins seiner Lieblingsspiele. Ich habe es zu dritt gezockt, keine Ahnung, ob man das kann man auch erst ab 3 bis 5, vielleicht wäre es mehr besser gewesen. Todeslangweilig. Nicht gut gealtert einfach. Also nicht, was heißt todeslangweilig? Nicht todeslangweilig halt eben, aber es war nur ein sehr durchschnittliches Spielerlebnis. Obwohl für damals, wenn du nichts anderes kannst, bestimmt ein paar Ausreißer. Genau. Fing ja auch die Sache, ich meine, das ist ja schon ein Kennerspiel wirklich. Das ist ein Kennerspiel und Alea war eigentlich, deswegen ist es ja auch ein bisschen abgekoppelt worden von Ravensburg, die Marke, die ja eher dafür stand, nicht Kinderspiel oder Familienspiel zu sein. Speziell dafür Sachen für Erwachsene da einfach genau so zu machen. Ne? Ja, ich werde jetzt wieder viele Hass ernten, weil viele Leute Puerto Rico-Fans sind, aber mir hat es einfach nicht so gut gefallen, mich hat es nicht so gut unterhalten. Ja. Dann ein Spiel von Queen Games. Ich glaube, das war das erste Spiel des Jahres für Queen Games, 2003. 2003 Alhambra ist, glaube ich, vielen Begriff. Den gibt es in der Big Box, gibt es mit als Würfelspiel, gibt es sonst irgendwo. Wir haben das hier schematisch, also was ist das für ein Ziel? Ja, wir bauen an der Alhambra im, ja, ich glaube im Orient. Ach so, das war das. Ne? Okay, und wir haben im Grunde genommen eine Auslage von Plättchen einmal, die ich ersteigern kann, beziehungsweise kaufen kann. Und zwar muss ich die passend mit der jeweiligen Währung bezahlen, die ist farblich passend, dafür gibt es dann halt Geldkarten. Und wenn ich zum Beispiel hier ein Plättchen habe mit einer 9 oder 6 drauf, muss ich im Prinzip in der Währung das bezahlen, in Gelb. Und wenn ich überzahle, kriege ich kein Geld zurück.
Wenn ich genau richtig bezahle, darf ich nochmal eine von diesen drei Aktionen machen. Ich kann die Alhambra umbauen, ich kann an der Alhambra weiterbauen. Dann gibt es zwischendurch drei Wertungen. Ich kann zwischendurch auch meine Plättchen erstmal hier auf dem Reservefeld zwischenlagern, um es dann später einzubauen. Ja, wer, ich glaube, nach drei Wertungen oder korrigiert mich gerne auch in den Kommentaren. Hier auch der Instandzahl Wertung. Das war, ja. Ist die ganze Spielanleitung tatsächlich auch. Typisch Queens Game. Zwei Seiten Aufbau, vier Seiten Regel. Null Spielspaß. ja, auch bei Kickstarter machen sie ja aktuell immer wieder mal ihre Spiele so als Neuauflage, um sich das vorzufinanzieren. Das kann man finden, wie man möchte. Keine Ahnung, ob die keine Kohle haben. Andere Leute gehen ja auch nicht zu Kickstarter und missbrauchen die eigentlich die Idee davon, Schwarmprojekte zu finanzieren für Leute, die eigentlich kein Geld haben, sich ihre Ideen zu realisieren und trotzdem was auf den Weg bringen zu wollen. Und wenn das dann so von so einem Verlag wie Cool Mini oder Not oder keine Ahnung, In-Games dann so benutzt wird, sage ich jetzt mal einfach, um die Leute hier ihre Projekte so vorfinanzieren zu lassen, so wenig Risiko zu haben, einfach, ne? Kann man das machen, aber es hat nicht die eigentliche Idee von Schwarmfinanzierung bei Kickstarter. Ne? Also zumindest nicht von so großen Firmen, wenn man mal auf Messen ist, wie groß auch der Stand bei Queen Games ist, aber Queen Games hat ja oft auch, glaube ich, überproduziert, weil die knallen die Spiele dann natürlich auch da ist auch mal Reste Fiktor mit Zip, Zap, Zap, 5 Euro da, 1, 5, 5, 1 da. Also da bei Queen Games lohnt es sich schon gar nicht zum Vollpreis zu kaufen, sondern lieber für 30% nächstes Jahr auf der Messe alles mitzunehmen, was sie gehabt haben. Ne? Ja, Alhambra. Im gleichen Jahr der Deutsche Spielepreis, Amun Re. Muss ich jetzt passen, kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen, ist auch von Knizia. Vielleicht kennt Selçuk. Der hat über 600 Spiele, glaube ich, gemacht. Oder davon kennt man auch 590 halt nicht. Ne? Das ist unheimlich viel. Gut, wir haben es halt in der Sammlung drin, weil es auch auf Platz 1 damals gewesen ist. Wenn ich mir das Brett, ich habe es mir vorher ein bisschen angeguckt, mal anschaue, dann geht es, glaube ich, auch wieder um Mehrheiten. Auch wieder wunderschön. Teil, Mehrheit in bestimmten Regionen, die ich mit Karten wahrscheinlich irgendwo. Das ist ja das Gewinnspiel von Hans im Glück. Genau. Ja, ja. Super, oder? Ja, nur haben Sie diese Postkarte in Folge mit Hans im Glücksspiel genommen, haben Sie Fragen, Anregungen oder sonstige Kommentare, wir freuen uns über Rückmeldung. Genau. Dann einfach hinschicken. 50 Pfennig drauf. 50 Pfennig und abgehen, die nutzen. Nee, das war da schon Eurozeit, das sind 2000 Eurozeit. Aber trotzdem aber noch ein Spiel, was nicht in Erinnerung geblieben ist. Null, gar nicht. Es ist ein Hans im Glücksspiel, wo man ja eigentlich sagen muss, die können ja oft mal was. Ne? Kommen wir ja später nochmal zu bei anderen Spielen von Hans im Glück, aber das ist überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Ich weiß gar nicht, was das für ein Ranking hat. Vielleicht mögen es viele Leute. Kriegt man vielleicht auch unter den Kommentaren nochmal zu hören. Ey, super Spiel, probier es mal aus, schmeiß nicht weg. Aber mir sagt das eigentlich gar nichts. Ja. Nicht das illustratorische Meisterwerk von Franz Vohwinkel auf jeden Fall. Ja. Amun Re. Ja, dann kommen wir zum letzten Spiel des Jahresspiel in dem ersten Teil und zwar Zug um Zug 2004. Der einzige große Win von Days of Wonder, den sie jemals, also der einzige richtig fette, gut, Small World kam irgendwie noch, aber so was wirklich nach oben geballert ist und jeder kennt, so ist tatsächlich Zug um Zug. Ja, und Zug um Zug ist ja auch mittlerweile in zig verschiedenen Variationen auf den Markt gekommen. Also es gibt halt Verlage, so wie Kosmos mit, haben wir vorhin schon gesagt, mit Catan, wie Hans im Glück mit Carcassonne, wie jetzt hier Days of Wonder mit Zug um Zug. Du hast halt ein Top-Spiel dabei und oder wirklich ein Spiel, was sich weltweit unheimlich gut verkauft, heute noch verkauft, auch mit den Adaptionen. Zum Spiel selber, du kannst ein bisschen was zu sagen, Stefan, aber ich glaube, das kennt fast jeder. Hast eine Auslage mit Karten, da kannst du Waggonkarten von ziehen, du hast Strecken in verschiedenen Farben, willst du eine Fünferstrecke, hast Aufträge, ne? Wenn du dann, Fünferstrecke blau brauchst, dann fünf blaue Waggons, die du sammeln musst, wenn du dran bist, spielst du die fünf Karten raus, setzt dann da diese Waggons zusammen. Die meisten sind die Wege eingleisig, manche sind zweigleisig, wo du die Sachen noch dann irgendwie platzieren kannst. Am Ende wird dann gewertet, wer die längste Strecke hat und die längste Auftragskarte. Ein wirklich schönes Spiel. Ich habe tatsächlich auch mal danach gesucht, allerdings nach der
20 Jahre Annie oder 30 Jahre sogar, Anniversary Edition oder wie, keine Ahnung. Nee, muss die 10-jährige ja gewesen sein, ne? Oder auf jeden Fall. 2004 wahrscheinlich. Ja, da war es die 10-jährige mit so Metallkistchen und lustigen kleinen Waggons mit Kohle und Giraffen auf den Zugwaggons und so. Die sind alle sehr, sehr nett gemacht gewesen. Ich mag das Spiel tatsächlich sehr gerne. Ich habe es nicht in der Sammlung, weil es zu seicht ist, aber habe es auch auf der Arbeit damals, als ich hier in der Wohngruppe gespielt habe mit den Kids, gab es das auch. Habe ich es einfach sehr, sehr gerne gespielt. Es ist ein schönes Spiel, so ein Laberspiel, wo du sitzen kannst, Bier trinken, labern, ne? Ohne immer den Anschluss zu finden, hey, bin ich jetzt schon wieder dran, so, dann die Frage fällt eigentlich raus, weil du siehst immer zipp, 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 so, und bleibst dann irgendwie dabei, so, ne? Zug um Zug. Gutes Spiel. Ja. Ja. So, das letzte Spiel, 2004, Deutscher Spielepreis, wieder ein Spiel von Hans im Glück. Gibt es tatsächlich auch relativ viele, ich glaube, verlagsmäßig, übergreifend. War der, also Hans im Glück hat die meisten wahrscheinlich, oder? Übergreifend Spiel des Jahres und Deutscher Spielepreis hat Hans im Glück, glaube ich, wirklich tatsächlich die meisten Spiele auch abgegriffen. Aber auch St. Petersburg, ein Spiel, wo ich heute halt sagen muss, ich habe, glaube ich, am Montag flüchtig in die Regeln reingeguckt. Ich kann es im Moment nicht mal mehr wiedergeben. Hat, glaube ich, auch was mit Mehrheiten zu tun in bestimmten Gebieten, aber ich kann es nicht mal hundertprozentig sagen. Also das ist auch ein Spiel, was sicherlich nicht so sich in unserer Meinung gefestigt hat, dass man sagt, ja, boah. Wir werden es auch nicht oft gespielt. Nein. Lass uns jetzt auch bloß keine schlafenden Hunde wecken. Ich sag mal, Spiele, die in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Aber damals scheint den Leuten das ja viel wert gewesen zu sein. Ich sag mal, wenn du, man weiß ja auch, damals haben ja nicht so viele Leute auch irgendwie abgestimmt insgesamt für deutsche Spielepreise. Also das wird ja auch jedes Jahr mehr. So, aber bei denen, die abgestimmt haben, muss es ja schon eine hohe Wertigkeit gehabt haben. Das heißt, die müssen es auch gehabt haben, die müssen es gespielt haben, die müssen heiß gewesen sein, St. Petersburg und so weiter und zu spielen. Und dann. Dann war es das. Dann war es das. Halt. Wäre es interessant, mal zu gucken, wo auf Boardgame Geek St. Petersburg wahrscheinlich auf Rang 648 irgendwo halt eben so ist. Schwer zu sagen. Vielleicht ist so nett und guckt das mal einer nach. Ich habe es nämlich bis das Video aus ist wieder vergessen, dass ich das machen wollte. Was machen die Spieler? Sie müssen bauen, denn Bauwerke bringen Ruhm, Ehre und damit entscheidende Siegpunkte. Fürs Bauen wiederum benötigen sie Rubel. Diese werden von den Handwerkern und Adel erwirtschaftet. Wer darüber hinaus am Schluss die beste Verwaltung vorweisen kann, wird das Spiel gewinnen. Ich muss auch mal, das ist ja auch nicht das Rad mal neu erfunden. Nein, also ständig, also Gebäude bauen gegen Geld, um dafür Punkte zu kriegen. Ja. Das haben wir, glaube ich, jetzt hier 20 Mal gesehen heute schon. Irgendwie. Selbst das muss man ja sagen, da hinten steht ja noch ein Stapel mit den Neuheiten, die jetzt angekommen sind. Und da sind ja auch viele Spiele dabei, wo du immer wieder diesen Mechanismus hast, dann wieder setze ich jemanden ein. Bau nochmal wieder was. Natürlich alles wieder ein bisschen anders verzahnt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Red Outpost denke, da bist du dann auch wieder auf dem Feld unterwegs, baust dann irgendwie ein paar neue Sachen und. Ja, also das Rad neu erfinden. Tust du damit auf jeden Fall nicht hier. Und auch hier wieder Artwork. Guckt euch mal das nette Pferd an, wie das aussieht. Das guckt in das rosa. In rosa. Also da gewinnst du, also würde ich sagen, gewinnst du auch keinen Preis mit, aber gewinnt man einen Preis mit. Genau. Damals zumindest auf jeden Fall. Ja, damit sind wir durch, Teil 1. Yes, Leute. Tisch ist leer. Das müssen wir umpacken. Vielen Dank fürs Einschalten an der Stelle. Kleiner Sidekick, wir tun die ganze Zeit nur so, als würden wir jetzt gleich das andere drehen. Wir haben nämlich das andere schon gedreht, weil beim ersten Mal habe ich eine Technik rumgefummelt und habe es quasi verkackt, für den, der es aufgefallen ist. Deswegen sind die Lichtverhältnisse ein bisschen anders. Das ist dunkel. Das heißt, wir reisen zurück in der Zeit, wenn wir das nächste Video gucken, weil das vor diesen Videos, also wir sind ja dafür bekannt, dass wenn wir hier etwas für technische Partner haben, hatten wir beim letzten Mal auch. Aber ich komme immer auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne. Genau. Gerne wieder. Und jetzt müssen wir den ganzen Scheiß erstmal wieder nach oben schleppen. Alles klar. Besten Dank, Leute. Ja. Schaltet ein beim nächsten Video und guckt euch den Rest noch an. Es wird spannend. Da kann ich auch vielleicht ein kleines bisschen mehr zu sagen, anstatt über die Spiele jetzt ein bisschen abzurenten, den alten Remmels Zeug, obwohl ein paar nostalgische Sachen waren ja auch für mich dabei, die bei Opa und Oma mal irgendwie rumgelegen haben und so weiter. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Und auch. In dem Sinne, Leute, okay. Bis zum nächsten Video. Ciao.